Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zum 104. Towercast The Legend of Zelda Breath of the Wild nüchtern betrachtet. Wir, das sind der Dirk. Hi. Der Ilja. Hallo. Der David. Hallo. Und ich, der Dennis, der Max. Wir wollten uns heute mal ein bisschen zusammensetzen und am virtuellen Tisch über Links neues Abenteuer reden. Wir haben ja jetzt alle schon einen guten Monat oder vielleicht sogar ein bisschen mehr in Hyrule verbracht und wollten mal so ein kleines, ja, sagen wir mal, eine Zusammenfassung geben von unseren Eindrücken, ob wir denken, dass die 10 von 10 oder die 9,7 von 10, ich weiß nicht, wo der Metacritic-Wert gerade steht, gerechtfertigt ist, ob wir vielleicht doch ein paar Kritikpunkte sehen, wie man das Ganze noch verbessern könnte und was wir uns so vielleicht für die Zukunft erhoffen und die DLCs, die da kommen mögen. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz kurz an mit einem ganz kleinen Fazit von jedem von uns, so ungefähr zwei Sätze, damit wir so ein bisschen ins Sprechen kommen und danach können wir das Ganze auf eine offene Diskussion ausweiten. Ich habe ja ein paar Stichpunkte, mal schauen, wie wir das hier so abfrühstücken können. Ja, wer möchte anfangen? Ja, Freiwillige vor. Ich fange mal an, dass perfekt das Eis gebrochen wird. Und zwar, also die Frage 10 von 10, ja, nein, stellt sich gar nicht, weil 10 für 10 nie perfekt heißt. Ja, das wäre mal schön, wenn das die Leute mal langsam wissen. Grundsätzlich, also eine 10 von 10 absolut gerechtfertigt. Gibt natürlich immer kleinere Kritikpunkte. Die Frage, ist es das beste Spiel aller Zeiten? Die Frage, die werden wir heute wahrscheinlich stellen. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr begeistert. Hat mich ins Zelda-Universum wieder zurückgeholt. Klingt ja schon mal ziemlich positiv. Ja, ich kann ja mal weitermachen. Also, mich hat das Spiel schon so lange gefesselt wie eigentlich kein anderes. Also, ich bin eigentlich einer, der so Spiele spätestens nach 30 Stunden dann irgendwie auch pausiert. Aber das Spiel konnte ich halt einfach nicht pausieren, weil es mich halt einfach die ganze Zeit kontinuierlich auf Trab gehalten hat. Und es war für mich tatsächlich auch ein Überraschungshit, weil ich hätte auch nicht gedacht, dass das Spiel so gut wird. Ich wusste, dass das Spiel ganz gut ist, aber ich habe mal gedacht, es wird vielleicht so ein bisschen besser als Skyward Sword, aber dass es so gut wird, das hat mich schon echt sehr überrascht. Ja, dann mache ich mal direkt weiter. Ich muss auch sagen, ich habe schon sehr viele Open-World-Spiele gespielt und ich habe auch noch keins erlebt, das mich so durchgehend gefesselt hat wie Breath of the Wild. Ich habe jetzt mittlerweile 140 Spielstunden und spiele immer noch ab und zu und ich finde die Wertungen auf jeden Fall total gerechtfertigt. Ich finde, das Spiel hat viele Stärken, die man im Voraus gar nicht hätte eigentlich vorausahnen können. Das hat mich auch an vielen Stellen überrascht und es ist einfach richtig gut. Also eigentlich ziemlich alles in dem Spiel finde ich eigentlich ziemlich gut. Ja, ich glaube, dem würde ich mich anschließen, obwohl ich während meiner Spielerfahrung doch schon so innerlich irgendwie zerrissen bin, auch wenn sich das jetzt sehr hochtrabend anhört. Ich habe ziemlich viel mit mir selber diskutiert, ob das Ganze jetzt perfekt ist, also perfekt in Anführungszeichen, natürlich geht's nicht perfekt, oder ob man halt, also irgendwie hat mir immer noch so das kleine Etwas gefehlt, damit es irgendwie zum Meisterwerk reicht. Und ich denke mal, das können wir gleich ein bisschen näher erläutern. Aber ganz kurz, ja. Meinst du nicht, dass es vielleicht auch darin liegt, also so ging es mir, dass ich dieses Spiel, ich finde das so grundsätzlich so wunderschön und es macht so vieles richtig, dass mir Sachen auffallen, die mir in anderen Spielen nie auffallen würden, einfach weil andere Kriterien viel, viel größer herausstechen und dadurch mir kleinere Kriterien, die eigentlich kein Gewicht haben für mich, dann doch etwas eher auffallen in Zelda Breath of the Wild, weil es dann eben da ist und so ein kleiner Manko dann eben so herausstechen kann. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Bei mir sind es auf jeden Fall schon Sachen, die ich so während meiner letzten Spiele, die ich so gezockt habe, sehr zu schätzen gelernt habe, aber die jetzt hier irgendwie nicht so aufgegriffen wurden. Deswegen war so der Fokus von mir am Anfang auf was anderem und deswegen war ich am Anfang auch so ein bisschen enttäuscht. Kann es sein, dass du die Spiele von From Software meinst? Ja, so ein bisschen. Okay. Also, man könnte ja direkt einfach mal anfangen mit
den Gegnern, würde ich sagen, weil ich finde, dass erstmal relativ wenig Gegner in Zelda drin sind. Eine relativ kleine Auswahl an einzigartigen Gegnertypen. Die haben dann zwar andere Farben, sind stärker, aber ich finde, so alles in allem hätte da irgendwie noch so ein bisschen mehr und auch vielleicht auch so regionale Unterschiede hätten für mich sein dürfen. Und vielleicht auch so ein paar mehr World-Bosse. Also das ist quasi wie Moldora, heißt ja, glaube ich, auf Deutsch, ne? Ja. Dass sowas quasi mehr vorhanden ist und auch in schwieriger, weil diese Sandrobbe oder dieses riesige Sandrobbenvieh fand ich ehrlich gesagt ziemlich einfach zu dem Zeitpunkt, wo ich es gemacht habe. Klar, ich weiß, dass Zelda kein Dark Souls ist und in dem Fall hatte ich da wahrscheinlich auch so ein bisschen falsche Erwartungen. Das hat sich im Endeffekt ja auch alles relativiert. Ich finde, die Leuen sind immer noch coole Gegner, die sind auch schwer, aber wenn man einmal die Technik von denen raus hat, dann, also die Angriffspattern und so weiter, dann sind die eigentlich auch keine richtige Herausforderung. Mehr. Genau. Aber da muss ich echt einhaken, ich finde die Anzahl der Gegnertypen, also wir haben da ja auch schon so oft diskutiert, aber ich sag's einfach gern, ich finde halt, gerade bei den Gegnern ist es doch so, das wirkt für mich einfach ein bisschen auch getimter. Also ich habe früher in den früheren Zeldas hatte ich schon oft das Gefühl, dass ich hier gegen willkürliche Gegner antrete, die überhaupt keinen Bezugspunkt zur Story oder sonst was haben. Und hier wirkt das halt wirklich wie so eine Armee von Ganondorf. Wobei da die Frage ist, ob Ganondorf eine Armee führen kann. Der David hat mich ja schon ein bisschen gespoilert, dass das scheinbar nicht der klügste Oberbefehlshaber ist. Aber nee, aber grundsätzlich wirkt das halt alles aus einem Guss. Wir werden da später nochmal drauf kommen, denke ich, bei den Bossen auch, hat das halt immer den Nachteil, dass die natürlich dann auch gleich aussehen, aber so wirkt das alles wie eine Fraktion, wie eine Armee oder wie eine kontinuierliche Bedrohung. Und dazu muss ich auch sagen, wenn ich gerade die, weil man es immer wieder vergleicht, auch mit Ocarina of Time, in Bezug auch der Gegnertypen, wenn man das mal rausskizziert und so weiter, so viel unterschiedliche Gegnertypen waren da eigentlich auch nicht. Ja, das ist ein bisschen verklärt, finde ich, weil zum Beispiel gab es auch damals diese Spinnen, diese komischen Springspinnen in 500.000 Farben. Ja, es gab diese Sandwürmer in Eisvariationen, in Wüstenvariationen. Und es gab eben diese auch die etwas schwierigeren Skelette, wer sich da erinnern kann, die in manchen Dungeons auftreten. Und die waren am Anfang auch schwer und später hat man dann irgendwann rausgefunden, wie man die besiegen kann. Und dann waren die alle sehr, sehr leicht. Und so ist es ja in Breath of the Wild mit den Leuen zum Beispiel auch. Wobei, du musst auch noch hinzufügen, dass halt auch Gegner auch unterschiedliche Waffen tragen können und dadurch auch unterschiedliche Angriffstechniken ja auch rauskommen. Und somit bist halt auch nicht wirklich immer... Also natürlich hast du dann irgendwann später mehr Herzen und dann ist es dann auch nicht mehr so schwer, aber... Dann hast du auf einmal halt einen Gegner, der halt seinen komischen Stock da durch die Gegend kreist. Dann hast du einen Gegner, der auf dich drauf springt. Also die Schemen sind halt schon ein bisschen anders. Auch wenn es zum Beispiel jetzt halt auch im späten Spiel halt irgendwann jetzt, wenn die Gegner halt silbern werden, es auch nicht mehr weitergeht, aber es trotzdem dann irgendwie ja immer noch so relativ einfach ist. Dann stirbt halt einfach, also zum Ende sterbe ich halt auch einfach gar nicht mehr. Das hört auch auf. Am Anfang stirbst du halt ganz, ganz oft und ich habe auch vom Spiel erwartet, dass es halt auch die ganze Zeit so beibehält, diese Schwierigkeit. Aber irgendwann stirbst du halt auch einfach nicht mehr, weil du auch dann 30 Feen in der Tasche hast, auch unter anderem. Aber irgendwie stirbst du halt einfach aber nicht mehr. Das ist zum Beispiel etwas, also mein zweiter Dungeon oder das zweite Ding war ja das Gerudo, der Gerudo-Titan und ich habe in der Zeit nicht viel Waffen gesammelt oder ähnliches. Und da muss man sagen, wenn du in dieser Wüste bist, diese ganzen Viecher, die haben einfach enorm starke Waffen zu diesem Zeitpunkt, so dass du teilweise mit einem Schlag down gehst oder obwohl du volle Herzen hattest oder mindestens nur noch ein halbes Herz noch übrig bleibt und du essen musst. Also das kommt halt, glaube ich, auch echt ganz stark drauf an, was du zuerst machst. Aber es ist natürlich immer schwierig, in so eine Open World den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, weil das kannst du nur über stärkere Gegner, über stärkere Waffen und du wirst aber selbst natürlich auch
immer stärker. Nein, nicht direkt, weil ich finde, Max hat schon recht. Es gibt halt, finde ich, zu wenig Gegner, die wirklich regionsabhängig sind, weil einfach in jeder Region dieselben Gegner in den unterschiedlichen Farben sind, die halt nach und nach. Also wer das System nicht kennt, das ist ja so, wenn du einen Gegnertyp öfter besiegst, dann werden die Farben nach und nach immer öfter quasi von rot zu blau, dann zu Genau, das sind ja schwarz die Goblins, aber das ist ja, und dann zu aber das silber. ist zum Beispiel, also diese Nee, das Moblins. trifft auf alle Gegner zu. Das trifft ja auf die Moblins und auf die Exvalos zu. Naja, aber zum Beispiel auf diese Schleimchilis und so trifft das ja wahrscheinlich nicht zu. Ja, aber die Schleimschelees sehe ich nicht unbedingt Oder als eben Gegnertypen an. die Das sind halt Sandwürmer. einfach Oder nur. eben halt auch die Sandwürmer. Ja, also Also ich bei finde. mir kam der silberne Leune aber auch schon direkt, nachdem ich einen Leune besiegt habe. Also Ja, ich glaube, die das hat eher sind. was mit dem Nee, nee, nee. Spielfortschritt zu Nee, tun, ne? die Leuen haben feste Genau. Platzierungspunkte. Die sind nicht. Bei denen trifft es nicht so. Also da sind wirklich ein paar Leuen auf der Map sind rot, ein paar sind blau und die meisten sind silber Das oder geht weiß. nur für Das ist die wirklich Moblins, dann. Goblins und wie sie alle heißen. Und Ja, genau, Exvalos. danke. Und ich find halt persönlich auch, die silbernen Gegner fand ich halt extrem witzlos, weil die haben halt im Endeffekt nur Lebenspunkte ohne Ende, sind aber nicht unbedingt stärker als ihre Vertreterin Genau. in einer anderen Farbe. Also im Endeffekt sind die wirklich halt nur ein bisschen robuster, haben aber jetzt nicht unbedingt die krassen Angriffspattern, wo du sagst, wow, okay, vor dem muss ich wirklich aufpassen oder der greift halt vor allen Dingen öfter an. Was mir dann halt auch im Endgame aufgefallen ist, oh, die Gegner gucken eigentlich mich eher nur an. Ja, und das Ding ist halt eigentlich auch, du kannst die halt total leicht entwaffnen, mit einem Elektropfeil zum Beispiel. Und die werden dir ja wirklich nur gefährlich, wenn sie auch eine entsprechend starke Waffe dabei haben. Und je nach Waffe kann sich dann natürlich auch das Angriffsmuster unterscheiden, aber das Ding ist halt, die kommen meistens, gerade im Endgame, kommen die gar nicht mal zum Angriff. Das fand Und ich haben keine. letztens. Sorry, wolltest du? Oder soll ich? Nee, kannst ruhig. Okay. Das fand ich jetzt letztens sehr schade, weil ich habe irgendwo einen Hinox gefunden und dachte, schau dir doch einfach mal an, was der für Attacken hat. Und ich fand die Animation der Attacken auch einfach so fantastisch. Also ich meine, der hat irgendwie einen Baum ausgerissen in der Nähe, Oh wo er ja. da stand und hat dann auf mich da drauf gedroschen. Und ich dachte nur so, das ist voll cool, aber das hätte ich halt einfach nie gesehen, weil ich zu viel Schaden mache. Ich hätte den halt mit, keine Ahnung, drei, vier Schlägen halt mehr oder weniger dem Erdboden gleich gemacht. Aber der Hinox zum Beispiel ist doch aber auch ein gutes Beispiel. Also gerade am Anfang ist der doch sau schwer. Man, man Ja, hat am doch, Anfang auf man hat jeden doch, Fall, man hat ja. doch auch relativ am Anfang sieht man doch auch einen Hinox. Also ich weiß gar nicht, ich habe jedenfalls einen sehr, sehr früh im Spiel gesehen. Ich glaube sogar noch vor Ja, dem ich habe ersten einen, glaube Titan. auf dem Weg zu den Zoras, glaube Ja, ich, hast du auch einen gesehen genau. wahrscheinlich. Ja. Da muss es ungefähr sein. Und da weiß ich noch, da habe ich mir echt die Zähne ausgebissen. Ich meine, klar, du hast dann irgendwann eine Mechanik gefunden dahinter und hast dann das damit geplättet. Aber ich fand zum Beispiel auch echt krass, dass er dann einfach mal so einen Baum entwurzelt und auf mich dann mit einträgt. Genauso wie ich es zum Beispiel, also da haben sie mich echt überrascht, diese Moblins oder Goblins, wo sie mir so ein TNT-Fass in die Fresse geschmissen haben, ja. Oder einen Und eigenen einen eigenen Kameraden. Kameraden. Ich dachte mir, ich dachte mir, ich dachte mir, ich dachte mir, what the fuck, was machen die denn jetzt hier? Und bam, war ich tot, weil diese Explosionsfässer, die hauen natürlich ganz schön rein. Das sind so Dinge, die sind schon klug gemacht und da gucken die dich auch nicht mehr nur an, aber die müssen natürlich auch immer gegeben sein, das ist natürlich auch nicht immer da. Genauso wie ich überrascht war, dass die auch die Waffen zum Beispiel werfen. Das fand ich ja auch interessant. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Ich hätte eigentlich immer gedacht, okay, die haben jetzt eine Waffe und das ziehen die jetzt durch bis zum Schluss, außer die lassen es fallen. Ja, Dirk, aber das Problem ist halt, es gibt halt wirklich 40 Hinox, es gibt 40 von diesen Steinriesen, wie immer die Ja, ich heißen. ihr war Narok oder so Und ähnlich. ja, und ich finde halt, die ersten beiden sind ganz cool, der dritte war dann schon ein bisschen langweilig und dann sind die Bei Hinox halt den keine Herausforderung mehr. Und Bossen, dann gibt es halt noch ja, 37 bei den Stück. Oberweltbossen, da muss ich auch sagen, da hätte ich mir jetzt auch mehr Abwechslung. Das ist halt cool, wenn du am Anfang des Spiels, wenn du am Anfang des Spiels, wenn du wirklich so einen Drachen auch siehst und so weiter, oder genau, oder so ein Hinox und so weiter, dann ist das immer beeindruckend. Die Sandwürmer sind so eine kleine Ausnahme, glaube ich, weil die gibt es wirklich nur in der Gerudo-Wüste. Vier Stück an der Genau, Zahl. ne, das sind so eine kleine Ausnahme. Ansonsten doppeln sich die alle.
mal, ich habe hier so ein Ivanarok mit Feuerstein gesehen noch und so, also so kleinere Abwandlungen gibt es schon, aber die ähneln sich dann doch und das finde ich sehr schade, weil dadurch storybezogene Bosse und so weiter fast alle gleich aussehen, was für mich in meinen Augen auch Sinn macht, ist es halt schade, dass sie da die Kreativität dann bei den Oberweltbossen etwas liegen lassen. Das stimmt schon, weil da doppelt sich das schon, auch die Drachen, so cool die sind, vor allem die Mechaniken. Ja, die geben dir halt genau, nichts. Ich habe noch nie einen Drachen gesehen, übrigens. Das ist schade. Aber also warst du schon bei den Ornis, Ilja? Ilja, bei den Ornis war ich, ja. Aber da ist doch ständig der Drache, der schwört doch die ganze Zeit darum. Ich habe keinen Drachen gesehen und ich habe schon 90 Spielstunden. Was ich halt gerade wegen den Drachen mal sagen muss, ich hätte mir halt gerne Bosse gewünscht, die ein bisschen dynamisch über die Map laufen, fliegen, was auch immer. Ach, diese gerade, Drachen, ach so, war, ich dachte Gegner-Drachen, das sind ja keine richtigen Gegner. Also halt gerade wie die Drachen zum Beispiel, weil die Bosse sind halt alle in einem Punkt, bewegen sich nicht und warten da halt, bis mal Link auftaucht. Und ich fände es halt cool, wenn quasi eine Bedrohung auch aus dem heiteren Himmel so entstehen könnte, wenn da auf einmal ein Wächter patrouilliert, also halt über einen größeren, ich meine, Wächter patrouillieren ja immer nur einen relativ kleinen Bereich und wenn die halt wirklich mal über größere Bereiche der Map laufen würden, genauso wie andere Gegner, dass du wirklich in Situationen kommen kannst, die du nicht vorhersehen konntest und die dich auch ziemlich dann quasi negativ überraschen. Es ist vor allen Dingen bei den, bei den Drachen ist es halt auch echt cool. Also der erste Kampf, den ich gegen diesen Eisdrachen, also wir spoilern hier, ne? Den ich gegen diesen Eisdrachen hatte. Das ist ja kein Kampf. Das ist zwar kein Kampf, aber das war halt cool. Also das war echt cool. Aber es war auch der einzige, oder? Ja, leider. Aber hattet ihr das auch schon mal, dass ihr von einem Drachen getötet wurdet? Ja. Der vorbeigeflogen ist, das war so ein merkwürdiges Gefühl. Ja, ich war vom Blitzdrachen zum Beispiel. Ich laufe einfach so ganz lange und dann kommt auf einmal diese Musik von den Drachen und auf einmal kommen so 20 Blitze und ich bin tot. Das ist schon ein sehr komisches Gefühl. Das ist halt in diesem Dschungel und du weißt nicht, dass da der Drache, dass da ein Drache ist halt. Und ich will über so eine Klippe springen mit einem Kleider und von rechts höre ich was und sehe dann auch tatsächlich, dass da ein Drache auf mich zukommt und dachte mir aber auch nichts dabei und auf einmal werde ich getroffen von irgendwelchen Blitzen, was mich dann auch gekillt hat. Es war ganz witzig, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass mich dieser Drache angreift. Fand ich auch sehr unfreundlich von dem, muss ich sagen. Ich weiß halt noch, als ich zum ersten Mal so einen Drachen gesehen habe, da war ich gerade auf dem Plateau und wollte irgendwas farmen. Das war relativ früh, nach so vielleicht 20 Stunden oder so. Dann habe ich am Hylia-See gerade diesen Elektrodrachen rumfliegen sehen und hatte richtig Gänsehaut, wirklich. Aber dann halt. Ja, auf jeden Fall. Die sehen auch alle beeindruckend aus. Aber im Endeffekt geben die Drachen halt fast gar nichts. Das sind halt nur so Farming-Material, wie auch Erze und so weiter. Genau. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Was mich jetzt vielleicht zu einem Thema überleiten lässt, es sei denn, jemand möchte noch was zu den Gegnern sagen. Ich denke, wir sind eigentlich alle relativ schlüssig oder zumindest... Ein Gegnertyp möchte ich schon nochmal ansprechen. Diesen Schreinen gibt es ja diese Mini-Wächter, nenne ich es jetzt mal. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Diese... Ja, ich glaube, jeder weiß, Nano-Wächter. Okay, und da muss ich sagen, beim ersten Mal cool, beim zweiten Mal cool, aber gerade das mit den mehreren Schwierigkeitsgraden, da merkst du das mehr, finde ich, als bei den normalen Gegnertypen. Da erhöht sich ja wirklich nur die KP, also die Lebensenergie. Mhm. Und vielleicht haben sie auch noch eine andere Waffe. Gerade bei den Nano-Wächtern finde ich das ziemlich gut gemacht, weil die haben pro Schwierigkeitsgrad, es gibt ja einfach Mittel und Schwer, haben die eine Waffe mehr. Dann haben die ja bis zu drei Arme. Ja, richtig, wollte ich gerade sagen, die haben dann halt noch mehr Waffen, aber die Mechanik selbst ist trotzdem fast immer die gleiche. Also ja gut, die haben halt mit jeder Waffe haben sie halt einen. Es gibt halt auch immer drei Phasen. Es gibt dann eine Phase, wo er dich eigentlich fast nur mit den Waffen angreift, beziehungsweise diese Schleuderattacke macht. Später kommt dann dieses Laserstrahl-Ding, wo du dann kleiden kannst, theoretisch. Und am Ende kommt dann halt immer dieses, was man von den Wächtern kennt, diesen Mega-Laserstrahl. Mega-Laser. Ja, das finde ich halt auch schwach, weil wenn du am Anfang hast du richtig Probleme gegen den, weil du nicht weißt, wie der funktioniert, aber spätestens beim zweiten, dritten weil du nicht und genug das auch hast, und das außerdem und auch nicht genug Rüstung vielleicht, aber wenn du dann den zweiten, dritten Mal machst und du hast dann auch die gewisse Waffenstärke, dann ist der total easy
Und jetzt, wo du mir das auch noch gezeigt hast, lieber David, mit dem Stasi-Modul, ist das absolut lächerlich. Also das, Ja, und halt vor allem, ich verstehe halt nicht ganz die Platzierung von den verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Ich meine, direkt vor Schloss Hallwohl ist so ein Schrein. Und da ist einfach ja, so ein Nano-Wächter in einem leichten Schwierigkeitsgrad drin. Ist in der Tat und, das, und dafür ist im Anfangsgebiet bei dem Hateno-Dorf, ja, was du relativ am Anfang besuchst, ist gleich ein Schrein auf der Schwierigkeitsstufe Mittel und Schwer. Also hast du gleich zwei Schreine mit so einem Kampf. Aber das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, dann kommt man halt als Spieler auch. Also dass direkt am Schloss eine leicht ist, finde ich seltsam auch. Aber jetzt zum Beispiel direkt neben Hateno, dass das dass da eine schwere ist, finde ich, oder eine mittlere finde ich eigentlich. Die Art des Schwierigkeitsgrades finde ich sowieso sehr willkürlich. Also ich sag's immer wieder, wir kommen ja auch nochmal später, aber auch bei den Titanen und so weiter, da habe ich das Gefühl, dass die Ornis eigentlich so das Einstiegsgebiet sein sollen, was aber von der Anordnung her keinen Sinn macht, weil du theoretisch erst die Zoras machst, weil das eben am nächsten ist am Anfangsgebiet und danach vielleicht noch die Gerudos, die auch noch relativ einfach sind, aber ja, das ist halt sehr komisch. Also die Ornis hätte ich jetzt, wenn ich die Karte abgeklappert hätte und nicht nach meinem eigenen Gustus das abgelaufen wäre, hätte ich die Ornis echt zum Schluss gemacht. Und das finde ich halt sehr merkwürdig platziert. Ja, ich finde, da können wir nachher auch mal drüber reden, in welche Reihenfolge mir das Ganze angegangen ist. Ja, auf jeden Fall. Ob sich das hier beschneidet. Das ist übrigens auch wichtig, das habe ich auch festgestellt. Also viele hatten das Masterschwert, ich habe das Masterschwert ja wirklich erst nach den Titanen gehabt. Das, manche hatten das schon nach dem dritten Titan oder so. Ich hatte das schon nach dem zweiten. Das macht natürlich auch nochmal einfacher. Ja. Das ist, muss man. Ja, das Masterschwert gibt dir aber fast gar nichts. Ja, aber wenn du das Masterschwert hast, hast du ja 13 oder mehr Herzen. Ne? Also, das ist schon ein Vorteil. Ja, okay, ich meine, da wir jetzt eh direkt dabei sind, dann können wir ja eigentlich auch mit Schwierigkeitsgrad und vielleicht unseren eigenen Spielerlebnis ein bisschen weitermachen. Also, ich persönlich habe Zoras zuerst gemacht, dann Goronen, dann Gerudo und dann die Orni. Muss sagen, dass mir die ersten beiden vom Schwierigkeitsgrad eigentlich relativ gut gefallen haben. Die waren halt so typische Zelda-Bosse, da war nicht wirklich eine Herausforderung. Man hat die Mechanik ganz klar erkannt und ich fand auch beide Titanen an sich sehr cool. Vor allem die Rätsel fand ich sehr, sehr gut. Vielleicht ein bisschen kurz, aber an sich fand ich das, also finde ich das System sehr cool. Der Gerudo-Boss hat mir schon wesentlich mehrere Probleme bereitet, obwohl ich auch jetzt im Endeffekt gar nicht so genau weiß, warum, weil ich mit vielen Leuten gesprochen habe, die gesagt haben, hä, so schwer ist der gar nicht. War wahrscheinlich einfach nur meine Unfähigkeit und dementsprechend fand ich den aber auch cool, also weil ich nicht genau wusste, was ich da machen musste und halt eben einfach mal diese Herausforderung hatte. Bei den Ornis fand ich es dann wieder ein bisschen leicht, obwohl die Boss-Mechanik sehr cool war. Ich weiß nicht genau, wie ihr das seht. Also ja. An die Boss-Mechaniken kann ich mich zum Großteil gar nicht mehr so erinnern, weil ich habe es meistens so gemacht, dass ich halt Pfeile ins Auge geschossen habe und dann draufgeschlagen habe ein paar Mal. Die Ausnahme war nur. Das geht bei jedem, ne? Die Ausnahme war nur der Geron-Titan mit dem Feuerschild. Da hast du ja mehrere Ansätze, wie du dieses Schild brechen kannst, indem du eine Bombe reinwirfst, indem du die Feuerkugel mit dem Schild zurückreflektierst. Und also die Bosse generell in dem Spiel finde ich wirklich ziemlich schlecht, muss ich leider so sagen. Weil ich finde schade, dass die kein individuelleres Design haben, wie man das eben so kennt aus der Zelda-Reihe, weil ich finde die Boss-Designs bisher eigentlich immer richtig gut. Und ja, ich finde sie einfach langweilig irgendwie. Die waren auch in Zelda-Teilen auch mal ziemlich gut inszeniert. Das war ja jetzt hier einfach. Ja, so. Genau. Halt einfach, der war da und super. Dann hat er halt zum Beispiel entweder seinen Wind oder seinen Blitz oder so geschossen, aber es war jetzt halt einfach nichts Besonderes. Die Bosse in Zelda waren nie besonders schwer, aber die waren halt, wie Elias sagt, immer gut inszeniert und das hat es halt irgendwie immer so ausgemacht. Und die in Breath of the Wild kamen mir halt so ein bisschen austauschbar vor. Genau, ja, aber. Also ich verstehe halt, was sie damit bezwecken wollten, halt dieses, dass es halt so Flüche von Ganon sind und dass die ja auch ähnlich aussehen, ist ja dann irgendwo auch klar. Aber man hätte vielleicht doch noch ein bisschen mehr Kreativität walten lassen können und auch so ein bisschen mehr ausbauen, das ganze Konzept vielleicht. Vielleicht da ein bisschen elementarspezifischer. Ja, genau, das meine ich auch. Also ich habe
mit dem Sora-Titan angefangen, habe danach den Gerudo-Titan gemacht und dann am Ende, dann danach den Orni und dann zuletzt den von den Goronen. Ich habe auch So war es den bei mir weggewählt. auch. Ich fand die ersten beiden Titanen fand ich richtig gut. Ich meine, ich finde die Rätsel eigentlich in allen richtig gut. Aber dann halt der von den Orni und von den Goronen finde ich halt um einiges belangloser als die Ich ersten würde beiden Titanen, gar die ich nicht gemacht habe. sagen, also das Problem ist, also ich habe ja denselben Weg wie David. Das Problem ist, wenn du den Zora und den Gerudo-Titan als erstes machst, das sind, glaube ich, auch wirklich die komplexeren Titanen beziehungsweise die schwierigeren Rätsel. Und da muss man echt sagen, wenn man ein bisschen blindlings reingeworfen wird in so einen Titan, dann ist man vielleicht auch ein bisschen überfordert. Ich glaube wirklich, bei dem Orni-Titan hatte ich das Gefühl so, da ist eine Mechanik dahinter, die finde ich auch ziemlich genial wieder, wie bei allen Titanen, aber die ist ziemlich leicht zu durchschauen und ziemlich einfach. Und Ja, das ist hast du aber richtig. bei dem Gerudo und bei dem Zora-Titan hast du das überhaupt nicht. Du wirst da reingeworfen und du weißt überhaupt nicht so richtig, was du machst. Und dann verstehst du dann ungefähr, wie das funktioniert, aber du musst dann trotzdem erstmal das Rätsel lösen, was dann auch nochmal eine ziemlich harte Nuss ist. Also in dem Gerudo-Titan war ich keine Ahnung, wie Hoho. und Ja, da ja. stand ich oft in dem mittleren Raum und habe einfach nur gedacht, Also was ich habe wollen die da, von mir? das habe ich nicht verstanden, oder nee, nicht verstanden ist falsch, aber ich habe nicht dann gecheckt, wie das Rätsel funktioniert. Da muss man auch echt gucken und das hat auch echt Spaß gemacht. Und bei dem bei dem Orni-Titan ist es halt wirklich ziemlich simpel, ziemlich selbsterklärend. Ich muss sagen, der Goron-Titan, den habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich weiß, ach doch, das war diese Echse, die sich dann immer gedreht hat. Dann, genau. Das war auch Ja. eigentlich genial, aber auch ziemlich einfach und selbsterklärend. Also du kamst dann immer vor. Es hat sich selbst erklärt, diese Rätsel. Also das war der Unterschied. Es wurde halt auch kaum genutzt. Es gab halt das eine Rätsel mit dieser Kugel, glaube ich, die du da von der Oberseite des Titanen nach unten Bei dem bringen Gerudo musstest, jetzt? durch ein paar Mal Goron drehen. meinst du? Ja. Nee, bei Das dem stimmt. Goron-Titan, ja. Aber ich finde gerade die ersten beiden Titanen, also Zora und Gerudo, die haben das ganze System immer erweitert und Ja, immer das noch stimmt. komplexer Also, gestaltet. das meine ich halt, man merkt irgend, also ich habe das Gefühl, dass der Orni und der Goron-Titan, das sollten so die Starter-Dungeons sein. So wirkte das auf mich, weil die waren auch kurz, die waren relativ schnell durch, die Bosse waren einfacher. Weil ich fand übrigens, lieber Max, den Gerudo-Boss fand ich auch sehr schwer. Der David fand den ja auch easy. Man muss dazu sagen, der hat natürlich am Anfang eine ziemlich einfache Mechanik, die muss man durchschauen, dann ist der auch leicht. Aber diese Stelle mit diesen Blitzen, wo du mit Magnetmodul, Gerade Oh das fand ja. ich total Das war an sich einfach. einfach. Das Problem ist, du musstest diese Dinger jedes Mal erwischen. Ich habe mit Magnetmodul diese Splitter nicht erwischt. Ich. Vielleicht stand ich auch einfach richtig, weil ich stand nicht unten an dem Raum, der gewölbt war, sondern ich stand Ja, auf so einer Plattform das ist drauf. übrigens etwas, was mich echt störte an den ersten zwei Titanen. Bei den Goron und bei dem Orni ging das noch. Aber bei den ersten zwei Titanen waren die Bossgegner, fand ich auch ziemlich scheiße aufgrund der Ebene, auf der man ist. Also wenn du wirklich Pech hattest, also gerade bei den Gerudo-Titanen kann ich mich erinnern, dann habe ich den Gegner nach dritten, vierten Mal scheitern, habe ich den echt auf eine andere in einen anderen Raum gezogen, sozusagen, als habe ihn da hingezogen, weil Das naja, ich bin ging. einfach hingelaufen. Der verfolgt dich dann ja. Du meinst Ja, wegen der wegen der Kamera, aber auch, Kamera? weil du dich nicht frei bewegen Ah, konntest. okay. Aber ich muss zugeben, ich habe das Gerudo-Titan, also den Bossgegner, überhaupt gar nicht durchblickt. Das am Ende, ich habe das Schema überhaupt nicht verstanden. Ich habe dann einfach nur mit Stasis drei Pfeile geschossen und dann ist er umgefallen. Das war so meine Taktik. Weil ich einfach überhaupt nicht gecheckt habe. Weiß ich nicht, Ja, warum. ich habe, glaube ich, auch ein bisschen länger gebraucht. Aber vor allen Dingen die erste Phase, die habe ich irgendwie gar nicht durchschaut. Ich glaube auch bis heute nicht, ehrlich gesagt. Was muss man da genau Die machen? Ich erste habe den Phase ist irgendwie einfach eigentlich, so gekillt. du musst eigentlich nur Pfeile ausweichen. Er schießen. hat halt eine Attacke, wo du ausweichen musst. Okay, dann. Und das habe ich auch erst nicht kapiert, erst beim zweiten Mal. Und dann habe ich ein Blatt. Ich hatte wirklich nur in der zweiten Phase mit diesem Elektrozeug hatte ich Probleme. Und auch nicht, weil ich es nicht verstanden habe, sondern einfach nur, weil ich diese Dinger nicht erwischt habe mit dem Magnetmodul. Ja, die waren sehr klein, das ist richtig. Übrigens, was mir jetzt auch noch einfällt, was wir auch noch erwähnen müssen, wir haben überhaupt nicht die Wächter erwähnt.
Weil ich fand so im Early Game die Wächter richtig cool, weil die einfach diese Mucke hatten und einfach so diese Panikgefühle ausgelöst haben. Und das sind Ja. für mich eigentlich auch schon einzelne Bossgegner, auch wenn die später halt ein bisschen einfacher waren, was jetzt auch okay ist, weil du halt diese Gegenstände farmen musstest. Waren das so meine Lieblingsgegner aus dem ganzen Spiel, weil die einfach so richtig cool inszeniert sind. Mein Und die Problem Musik ist, auch noch dass die dazu. am Anfang, also ganz am Anfang, wird ja so eine Angst eingeflößt von diesen Dingern. Also das Spiel implementiert ja, dass diese Dinger einfach mega ultra stark sind. So sehr, dass ich dann immer Angst hatte vor denen und dann diese Schildattacke nicht üben konnte. Und das hat mich dann später ein bisschen, ja, ich bin dann zum Anfangspartout, das weiß ich noch, beim dritten, vierten Titan oder so, kurz davor, da bin ich dann, habe ich gesagt, ich muss das jetzt können. Bin ich dann zu diesem Anfangspartout und habe das bei diesem einen Wächter da geübt. Mit dem Schild. Weil am Anfang rennt man eigentlich nur von denen weg. Ja, ist richtig. Und irgendwann kommt man dann nach Akala, bekommt Ja. die Pfeile und denkt sich, what? Naja, aber ich muss halt auch sagen, ich hatte ja auch ziemlich lange Angst vor denen, sicher so 70, 80 Stunden circa. Aber dann habe ich halt irgendwann mal einen besiegt, habe gemerkt, dass ich die Genau. Beine Ja. abschlagen kann und Das seitdem hatte ich halt keine Angst mehr vor denen, weil die an sich halt auch relativ witzig ist mir sind, muss man echt bei einfach so sagen. dem, da ist auch eine lustige Geschichte tatsächlich dabei, bei den Goronen, habe ich da so einen Wächter auch gesehen und hab den gemerkt, ey, man kann den ja die Beine abschlagen, das habe ich vorher nie gemacht. Und es war aber witzig, weil dadurch ist das viel in so eine Lava gesunken, dadurch explodiert. Die Explosion hat mich halt auch mitgerissen, so bin ich dann doch auch noch mitgestorben. Ich hab mich für eine Sekunde gefreut, dass ich dieses Vieh besiegt habe, weil ich noch nie so einen Wächter besiegt habe. Und dann explodiert das und nimmt mich in den Tod mit. Da habe ich wieder geweint. Das klingt ein Ja, bisschen nach Herr der das. Ringe, finde ich. Jetzt, ja. Ich finde auch genau an dem Punkt mit den Wächtern hätte man auch noch ein bisschen mehr rausholen können. Einfach noch einen anderen Gegnertyp vielleicht einführen. Einfach vielleicht einen großen Wächter, der dann halt eben nicht so leicht zu besiegen ist, wo man wirklich, keine Ahnung, 10, Was ich 20 Pfeile auch noch für nicht braucht. besiegt habe, waren diese fliegenden Wächter, diese mit, die finde ich auch echt ziemlich ekelhaft, ehrlich gesagt. Ja, diesen. Obwohl Bombenpfeile Aber die die drauf. verfolgen dich doch einfach nicht. Das ist irgendwie langweilig. Die bleiben an ihrer Stelle stehen. Wenn du weggehst, dann sind die einfach weg. Die laufenden Ja, Wächter, die haben dich ja noch, das sind mit stimmt, dir mitgelaufen, bis ja. du ganz weit weggelaufen bist. Die laufen übrigens sehr lange mit, ja. Ich finde, denen fehlt es aber auch ein bisschen an verschiedenen Attacken. Weil die haben ja im Endeffekt nur ihren Laserschuss und Und da hätte ich ansonsten mir machen die ja gewünscht, gar dass nichts. man aus die, dass man die Nanowäsche zum Beispiel mit denen vermischt hat, dass die dann auf einmal auch noch Waffen haben, plus halt in groß. Oder dass sie ja mit ihren Beinen angreifen oder so, je Ja. nachdem. So ein panzerfahrender Wächter, der so alle Bäume umfährt. Einmal durch Hyrule pflügt, Schneise der Vernichtung hinterlässt. Aber das ist auch, man muss aber trotzdem auch noch mal hinzufügen, das ist alles Meckern auf hohem Ja. Niveau, ne? Ja, Nicht auf das jeden jetzt Fall. hier. Also Für das die, ist die die. halt so den Anfang gerade einfach übersprungen haben, das ist einfach alles hier. Wir meckern jetzt zwar die ganze Zeit, aber wir lieben das Spiel trotzdem. Also es ist halt genau diese. Ich muss dazu auch sagen, dass alles, was ich auch kritisiere oder kritisieren kann, wie zum Beispiel, also wir haben vorhin das Art-Design der Bosse kritisiert, mache ich ja auch. Ich verstehe aber, warum es gemacht wird. Also und ich diskutiere da gerne auch mit mir selbst teilweise, weil ich selbst nicht so richtig weiß, was ich davon halten soll. Auf der einen Seite habe ich es eigentlich gern wie in Ocarina of Time, diese Bosse, die mir immer in Erinnerung bleiben werden. Ja, das habe ich jetzt hier nicht im Breath of the Wild. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich finde es gut, dass das Universum Zelda eine gewisse. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, es gibt keine Fraktion in Zelda. Und auch alles von Ganondorf und so weiter, der hat halt irgendwelche Monster, aber die könnten jetzt auch normal, also gerade in Ocarina of Time war es ja oft so, dass die Monster einfach den Todesberg zum Beispiel besudelt haben oder so, solche Geschichten. Ja, dass das gar nicht von Ganondorf ausging. Und das finde ich jetzt hier schön, dass Ganondorf wirklich der zentrale Mittelpunkt ist, der das alles ja
auch mit diesem Schleim, das wird auch kritisiert, dass das immer gleich aussieht. Da denke ich mir immer, das ist doch geil, dass man da eine Hintergrundgeschichte hat. Dass es nicht einfach heißt, Jörg Ganondorf, der hat hier einen Drachen reingesetzt und jetzt ist der Todesberg hier am Ausbrechen. Nee, da ist wirklich, Ganondorf hat da eine Mechanik dahinter und eine Taktik. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Weil, Dirk, aber mal eine Sache, bevor die alle Zelda-Fans in den Kommentaren den Kopf abreißen. In Breath of the Wild gibt es keinen Ganondorf. Okay. Das ist nur Ganon. Ja. Hör am besten auf. Nein, ich finde übrigens in Ocarina of Time, das ist für mich bis heute ein unerklärtes Rätsel, dass Ganondorf Gerudo sein soll. Das finde ich interessant, dass er als... Ja. Aber das hat, glaube ich, so einen Hintergrund, dass alle 100 Jahre bei den Gerudos ein Mann geboren wird. Oder und da kommt dann, so, und da kommt dann jemand wie Ganondorf dann raus. Da weiß ich, warum die Gerudos so eine Abneigung bei Männern haben. Aber okay. Ja, aber du musst halt denken, der Mann, der Gerudo, der muss ja ziemlich stark und mächtig sein, weil bei so vielen starken Frauen, der muss sich ja irgendwie behaupten können. Also. Ja, aber ist das jetzt so, die Gerudo finden jetzt einen Mann irgendwo in der Außenwelt und dann kriegen die immer eine Frau oder was? Das habe ich. Ich glaube, das sollte man nicht hinterfragen. Ja, ich glaube, wir machen einen zweiten Podcast. Wie pflanzen sich Gerudos fort? Genau. Das ist ein Fantasy-Universum. Ja, das muss man hier echt betonen. Das ist ein Fantasy-Universum und da sind Dinge. Ja, eben. Genau, man muss das auch sind nicht Dinge möglich, erklären. Die in der echten Welt nicht möglich sind. Richtig. Ja, da wir ja jetzt über Schwierigkeitsgrad so ein bisschen gesprochen haben und auch über die verschiedenen Monstertypen. Was mir ungefähr ab der Hälfte, würde ich sagen, des Spiels aufgefallen ist, am Anfang hat man eigentlich sehr wenig Ressourcen zur Verfügung und man hat sehr wenig Waffen zur Verfügung und man denkt die ganze Zeit, oh mein Gott, wenn das Schwert jetzt kaputt geht, was mache ich dann, wo bekomme ich die neuen Waffen her? Ab einem gewissen Punkt wird man einfach von dem Spiel zugestopft, finde ich, mit Waffen und mit anderen Utensilien, mit Kochzutaten vielleicht nicht unbedingt, je nachdem, was man da genau kochen möchte. Was das allerdings für mich auslöst, ist, dass wenn ich jetzt in einen Schrein gehe und dann Rätsel löse und dann am Ende halt quasi auch eine Truhe bekomme oder so und die dann aufmache und da ist dann eine Waffe drin, dann sage ich, cool, noch eine Waffe. Aber ich kann die nicht tragen und die ist schlechter als die, die ich jetzt schon habe, also schmeiße ich die halt weg. Oder lass die da. Und das fand ich teilweise so ein bisschen, ja, unbefriedigend. Ich weiß, dass ihr das seht. Das ist auch so ein Ding mit den Waffen. Die Waffenplatzierung finde ich sehr merkwürdig manchmal. Also ich habe manchmal in so ganz leichten Sachen eine richtig geile Waffe, die meine Waffen alle überstrahlen würde. Und dann gibt es aber auf einmal in Gebieten, wo ich glaube, wo man eigentlich erst später hingehen sollte und wo es richtig schwer wird, gibt es dann immer so Pillepalle-Sachen oder schlechte Waffen. Ja, 5 Pfeile. Redest du gerade von Truhen oder redest du gerade von Waffen, die einfach rumliegen? Rede ich wirklich. Okay. Also ich finde, die Truhen sind manchmal sehr komisch platziert. Auch in den Dungeons gibt es manchmal Waffen. Also ich habe zum Beispiel in dem Goron-Titan. Das finde ich auch witzig, weil, das muss man erklären, in dem Goron-Titan finde ich eine Keule in der Truhe. Also eine Holzwaffe auch noch, die dir total nichts bringt, weil du beim Endgegner draußen kämpfst und alle Holzwaffen verbrennen. Das ist in der Tat interessant. Das verstehe ich nicht. Warum ist in so einer Truhe erstmal eine sinnlose Waffe, eine Keule, die ist zwar sehr stark, die hat irgendwie einen sehr hohen Angriffswert, aber nichtsdestotrotz sind die schnell kaputt und die bringen dir in diesem Dungeon auch erst recht nichts. Also das hätte man ein bisschen geschickter platzieren können, dass das auch ein bisschen mehr zusammenpasst. Ja, das wirkt in der Tat alles ziemlich random. Ich meine, am Anfang freut man sich über jede Truhe, die man findet, wenn man auch Pfeile braucht ohne Ende und kein Geld dafür hat. Aber wirklich ab einem gewissen Zeitpunkt sind die Truhen und alle Waffen darin immer nur so ein bisschen, ja, überflüssig, weil man von Gegnern sowieso bessere Waffen bekommt. Also das Einzige ist, ich freue mich immer über Waffen in solchen Truhen, die so einen Effekt noch mit sich bringen. Eislanzen, genau, zum Beispiel. Die Elementarwaffen, ja. Genau. Also über die freue ich mich tatsächlich, aber alle anderen Waffen sind meistens schlechter oder absolut sinnlos. Und in den Dungeons, die Waffen, die finde ich alle sehr fragwürdig.
Und das finde ich halt jetzt auch so ein bisschen schade, weil ab einem gewissen Punkt habe ich dann gesagt, okay, warum soll ich eigentlich noch in Schreine gehen? Weil ich habe genug Herzen, ich werde nicht mehr von den Gegnern getötet und wenn, dann ist es eh ein One-Hit-Kill, den kann ich wahrscheinlich immer, du immer so Ausdauer. Abwenden. Ja, okay, Ausdauer habe ich ja. Ja, habe ich ja die Kletterrüstung. Ah ne, die zieht, glaube ich, trotzdem gleich viel Ausdauer, ne? Nee, wenn du das Set hast, dann ist das bei einem Sprung nur noch die Hälfte. Ah, krass, okay. Du so einen Klettersprung machen, dann wird nur noch die Hälfte abgezogen. Aber das ist dann halt so, ja, warum soll ich in den Schrein gehen, wenn ich doch eh eigentlich schon so gut bin, dass ich Ganon killen kann und eigentlich alles hier dem Erdboden gleich machen kann. Klar möchte ich die Rätsel irgendwie sehen und auch lösen. Und Teleportationspunkt anschalten. Ja, genau. Ja, dann musst du die Schreine aber nicht lösen, dann musst du nur die Schreine aktivieren. Aber zumindest diese Kampfschreine, schwer, habe ich zum Beispiel jetzt immer noch auf der Karte so, weiß nicht, 3 Stück offen, weil ich einfach diese Waffen da haben möchte, aber ich habe einfach keinen Slot dafür frei. Mhm. Aber was ich trotzdem hinzufügen muss, wenn wir jetzt schon über Materialien reden, dann finde ich die, also ich habe mir so anfangs so gedacht, ja, Materialien, boah, ich habe viel zu viele, was soll ich damit alles machen, und die sind ja auch zum Verkaufen nichts wert. Und dann auf einmal kam eine Fee und die wollte auch irgendwie auf einmal alles haben und dann hat man irgendwie nie genug bei der Fee gehabt, beim zweiten oder dritten Upgrade. Und das hat mich irgendwie doch überrascht, irgendwie habe ich doch gemerkt, dass Materialien doch wichtiger sind, als ich dachte. Weil am Anfang dachte ich mir, ja gut, krieg ich dafür nichts. Ich habe 150 Hörner von den Goblins, was soll ich damit machen? Also ich finde erstmal, dass die das mit den verschiedenen Materialien extrem schlau gemacht haben. Es gibt ja wirklich unzählige Items, von denen aber im Endeffekt viele den gleichen Effekt haben. Aber durch die unterschiedlichen Items passen die halt auch stimmig in die Welt. Also es gibt halt Pilze, die erhöhen die Ausdauer, es gibt Pilze, die erhöhen die Angriffskraft, es gibt Pilze, die erhöhen deine Geschwindigkeit. Und die sind auch geschickter gewählt. Die sind auch geschickter gewählt, die Materialien. Weil wenn du zum Beispiel zum Todesberg gehst, hast du dann halt Pilze kurz vom Todesberg, die dich hitzeresistent machen und so weiter. Nein, ja, nicht, also nicht die Pilze selbst, aber die Kochzutaten. Also bei den Pilzen ist ein dummes Beispiel, weil das ist, glaube ich, nur bei den Zoras so. Für dieses Eis gibt. Nee, es gibt keine Pilze, die dich. Nicht feuerresistent machen. Von Eis, also die dich. Warte mal, gibt's nicht diese Eispilze? Ja. Gibt's nicht diese Kälteresistenz, okay, die gibt's sowieso, aber ich rede jetzt. Gibt's nicht die Pilze, diese Eispilze? Was machen die denn? Frostlänge? Ja, die machen dich hitzeresistent. Aber die stehen nicht am Todesberg, oder? Aber ich habe kurz vorher welche gepflückt. Nee, also es gibt ja einmal die Hitze von der Geruda-Wüste, das ist ach die ja. normale Hitze, und es stimmt. Gibt ja das nee, brennbare stimmt, Todesberg. Stimmt. Ah, ja, genau. Stimmt, das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Nee, auf jeden Fall finde ich es halt cool, dass es so möglichst viele Items reinbringen konnten, ohne dass alle einen eigenen Zweck haben müssen, weil sonst wäre es halt so unübersichtlich geworden. Also ja. Es gibt halt. Aber trotzdem muss ich zugeben, dass ich echt selten so Sachen außer Leben oder Angriffsplus oder Rüstungsplus gekocht habe. Ich habe jetzt eigentlich, also sowas wie zum Beispiel dieses Schleichen. Du kriegst auch direkt am Anfang in Kakariko deine Schleichrüstung hinterhergeschmissen, wenn du das Geld hast. Ja, es ist halt die Frage, ob du halt die Schleichrüstung aufwerten willst und ob du auf einen anderen Effekt verzichten willst. Ich finde es immer so ein Abwägen, ob du jetzt gerade Medizin brauchst oder ob du gerade eine Rüstung brauchst. Hast du wirklich alle Effekte genutzt? Ich habe zum Beispiel in dem Hebra-Gebirge, da ist ja alles, das ist ja so eine Eisregion, da hatte ich halt meine Kletterrüstung an, dann habe halt dafür dann so eine doppelte Kälteresistenz eingeworfen, damit ich halt mit meiner Kletterrüstung klettern kann, ohne da Schaden durch die Kälte zu bekommen. Ich hätte mir auch die Oni-Richtung anziehen können, aber ich wollte es halt lieber so rum machen. Das System an sich finde ich auch echt super. Ich finde es vor allem auch super, dass das nicht in Arbeit ausartet. Also es ist jetzt nicht so, dass man stundenlang fahren muss, um eine Rüstung zu bekommen. Da hatte ich nämlich ein bisschen Schiss vorher. Also du musst schon. Ja, bei späteren aber schon. Also ja, aber fahrst du nicht in dem Spiel, vor allem im Spiel? Also ich war noch nie farm. Was mich halt gestört hat, waren vor allem die Drachen, weil ich musste halt für die Rüstung der Wildnis, musste ich halt von jedem Drachen, von allen Teilen, die sie haben, also Klauen, Hörner, Zähne und Schuppen, musste ich halt jeweils von jedem Drachen 2 Stück haben. Und das hat ewig gedauert. Ja. Und das war einfach nur pure Langeweile. Was ich jetzt allerdings nochmal kurz aufgreifen möchte, ist der Punkt von Ilja, weil habt ihr wirklich Schleichen benutzt? Ja. Wann? Einmal da in dem Wald bei der Prüfung von dem Krog. Ah, okay, ja.
Und einmal zum Fangen von nutze Insekten. Schleichen auch ganz, Ah, okay. Schleichen auch ganz gern, um diese Boblins, wenn sie schlafen, auszuschalten. Geschwindigkeitserhöhung, habt ihr das mal genutzt? Ich habe Ja, das ich noch habe nie das genutzt. total oft genutzt. Das war mein Lieblingstrank. Immer dreifache Geschwindigkeitserhöhung, weil ich habe halt nie ein Pferd benutzt. Das Die habe ich müssen ja ja, auch noch das habe ich in kommen. der Tat auch häufiger benutzt, einfach wenn man durch die Wildnis da stapft. Das fand ich schon sehr praktisch. Nur Mensch, gerade. gerade nochmal zum Schleichen nochmal. Ich musste mal Ausdauerkäfer farmen. Also diese gelben, die an Bäumen sitzen und relativ schnell wegfliegen. Und da ist halt so ein Schleichtrank wirklich ein Segen. Ich habe die von Terry gekauft. War Auch zum einfach. Beispiel bei Ja, den genau. Goronnen kann ich mich erinnern, musstest du doch, um diese Rüstung zu bekommen, diese Eidechsen sammeln. Du konntest die Rüstung auch kaufen, ich weiß. Aber du konntest genau diese Rüstung, Ja. aber brauchst auch vier Rubine, aber zu den Rubinen kommen wir bestimmt auch gleich noch. Dort war es so, dass du ja diese Eidechsen sammeln musstest für diese Nebenquest und da war Schleichen jetzt auch nicht so vom Nachteil. Also Schleichen nutze ich sehr oft. Diesen Geschwindigkeitstrank, wenn ich so drüber nachdenke, frage ich mich, warum ich den kaum genutzt habe. Ich benutze den Ich ständig. glaube, ich fange ihn jetzt an zu nutzen. Mach Ich das mal, echt mach mir da praktisch. echt immer einen riesigen Vorrat von Ist Geschwindigkeitsdrinken. jedenfalls witzig, dass mir das natürlich kurz vorm Spielende einfällt. Ich fand das Kochsystem generell richtig cool, weil ich habe da echt eine Weile gebraucht, bis ich das Aber ganz es ist eigentlich verstanden habe, wie einfach. das funktioniert. Auch gerade mit Medikamenten, wie man den Effekt erhöht, wie man die Wirkungsdauer erhöht. Und ich finde, da steckt echt eine ein bisschen Tiefe drin, die aber nicht zu kompliziert wird, Und damit man es selber es irgendwie ist lernen nicht könnte. abschreckend. Also ich hatte echt Also. Schiss, dass das Kochen und so weiter, dass ich das nie machen werde, weil ich keinen Bock drauf habe auf sowas. Aber ich muss sagen, das geht. Und ich habe viele Kritiken gehört, die kritisieren, dass dass sie die Menüführung nicht gut finden, dass man da immer wieder ins Menü reingehen muss und dann die Items auswählen muss und so weiter. Aber ich Wie fand willst du es es denn vor den eigentlich Abstimmungen anders fand ich halt machen? cool. Ich glaube ganz flüssig und ganz schnell, Es also. war halt Vor allem dieser. fand ich es cool, dass dieses Item in die Hand geben auch für andere Sachen genutzt wurde. Zum Beispiel um Ja. Pferde zu füttern oder halt Fische Aber anzulocken, Gegner was willst du anzulocken, denn auch whatever. sonst machen? Das Also, fand ich wie halt willst du es denn schon anders cool. lösen? Ja, einfach vor die Kochstelle gehen, A drücken, dann kannst du deine Zutaten auswählen und Ja, dann halt gut, es aber mehrfach produzieren, ob wenn ich du nun zur willst. Kochstelle Was gehe ich und noch A als. drücke und dann die Sachen auswähle. Es geht halt um dieses mehrfache Produzieren, weil das hat halt viele gestört, wenn die halt immer das gleiche gekocht haben, dass die halt nicht einfach das in quasi Das direkt ist halt schon hinschmeißen ein konnten. bisschen kompliziert, sagen wir mal, in der Hinsicht. Aber ich finde halt gerade dieser Prozess, dass man es halt öfters macht, ist auch irgendwo so eine Verdeutlichung davon, dass man halt eben kocht, ne? Also wenn man jetzt einfach nur die ganze Zeit den A-Button masht, dann hast du halt irgendwann fünf Geschwindigkeitstrinke. Aber irgendwie fühlt sich das dann nicht so an, als hätte man wirklich was getan. Es ist halt auch, was ich noch als Kritikpunkt gehört habe, ist, dass man sich Rezepte nicht aufschreiben kann. Finde ich aber in der Tat eigentlich komplett irrelevant, sobald man mal das Kochsystem verstanden hat. Ja, eben. Die Rezepte sind eigentlich echt egal. Also ich finde Aber cool, dass manchmal sind da ja auch. Sorry. Ja, sag. Nee, manchmal sind da ja auch zum Beispiel in den Stellen. Stellen, Stahl. Mehrzahl von Stahl. Stallungen. Wir wissen, was Auf du jeden Fall meinst. sind da an der Wand ja immer so Kochrezepte zu sehen, aber irgendwie habe ich die nie genutzt, weil was interessiert, was brauche ich jetzt für ein. Ich habe jetzt halt so fünf Zutaten für ein Crepe. Und der bringt mir dann am Ende, weiß nicht, fünf Herzen oder so. Was soll ich damit? Ich meine, Aber es manche waren gibt, schon glaubt, praktisch. es gibt, glaubt, Zutaten, die haben eine bestimmte Extrawirkung oder da wird halt die Wirkungsdauer erhöht zum Beispiel. Aber generell funktioniert das Kochen ja immer gleich. Es geht halt immer nur um die Effekte und um die anderen Zutaten, Betränken zum Beispiel. Wenn du einen Trank brauchst, dann brauchst du ja je mehr und je bessere Effektzutaten du nimmst, desto stärker wird der Trank. Und je bessere Monsterzutaten du nimmst, desto länger wird die Wirkungsdauer. Das ist eigentlich alles, was du wissen musst. Ich finde das so krass. Ja, also ich hab das auch schon vorher vor dem Podcast erwartet, aber jeder hat einfach das Spiel komplett anders gespielt. Und die haben ja auch vorher so in Interviews, hat ja der auch nun mal erzählt, dass halt jeder halt seine eigene Geschichte daraus erzählen kann. Und das merkt man ja hier auch. Jeder hat sein eigenes System, ein eigenes Schema, seine eigene. Also jeder Ja, hat es ist einfach ein ja eigenes zum Spiel Beispiel gespielt. Und die das ist Stadt schon so Angelstedt krass. zum Beispiel ist so ein gutes Beispiel, finde ich. Die hat, glaube ich, jeder am Anfang gesehen, außer ich. Ich habe die echt kurz vor den Goronen, also kurz. Ich habe Ach so, die auch nee, irgendwann erst die auch am erst Ende ganz gefunden. spät gefunden.
Ich habe sie vor Hatten und Kakariko gefunden. Ich weiß gar nicht, warum. Also, weil eigentlich ist es ja naheliegend, da mal hinzugehen, aber na gut. Das ist natürlich sowieso cool. Ja. Ich finde es halt auf jeden Fall, ich finde es halt cool, dass ich halt so viele, ich sag mal, individuelle Erinnerungen habe, die ich auch nie wieder vergessen werde, ja, in dem Spiel. Das hat bestimmt jeder von euch auch. Aber ich hätte mir trotzdem echt mehr so kleine Überraschungsstädte gewünscht, wie Angelstädt. Das war halt einfach ja, so dieses, so ein, oh mein Gott, wow, woher kommt das denn auf einmal? So, oh, da ein bisschen Licht, ja, das ist bestimmt ein Gegnerlager. Oh, eine Stadt? Oh, wie kommt's? Die sind ja auch nicht besonders, müssen ja auch nicht besonders groß sein, aber halt so diese nette Musik von Angelstädt und so diese netten Leute da, das hat einfach so gefreut. Ja, lieber anstatt den ganzen Stallungen, lieber nochmal so ein, zwei Ruinendörfer vielleicht auch. Ich meine, ich weiß nicht genau, wo das war, aber man kann ja auch in so, ich weiß, es ist irgendwo an so einer Quelle der Macht, Quelle der des Mutes, ich bin mir gerade nicht so sicher. Das sind so Ruinen, da kann man so durchfliegen. Da ist auch ein Fluss, der da durchgeht. Ja, du meinst den vergessenen Tempel? Ja, ungefähr so. Da hätte ich mir irgendwie noch gewünscht, dass da auch mal so ein paar NPCs stehen, die da sich irgendwie niedergelassen haben. Und irgendwie vielleicht leben, in Anführungszeichen. Also was ich ganz cool finde, also die Stelle, okay, das Stallungen, das ist so eine Sache für sich, die finde ich jetzt mittlerweile auch langweilig. Am Anfang fand ich das ziemlich cool eigentlich, so, mal so, ich meine, diese Welt ist ja eigentlich postapokalyptisch, ja, wenn man es genau nimmt, aber da ist das mit den Stellen teilweise ein bisschen sinnlos. Was ich zum Beispiel cool fand, als ich in den Bergen war, dass ich dann so eine Hütte gefunden habe, wo dann auch hier jemand drinne war. Das war cool. Genau. Ja, solche Momente fand ich immer geil, wenn du irgendwo rumkraxelst oder irgendwo bist und dann wirklich nicht mal eine Stadt, also das muss ich nicht immer haben bei so einem Setting, sondern einfach nur ein Gebäude, auch in diesem Wald hier, wo diese, wenn du Richtung Hateno gehst, da hast du doch auch diese Mauer und dahinter ist doch so ein Wald und dahinter ist ja auch so eine. Genau. Und dahinter ist ja auch nochmal so eine Hütte und da ist dann auch dieser Wissenschaftler, wo du dann jetzt so eine Schreinquest bekommst und so weiter. Das finde ich halt schon ziemlich cool, wenn du so einfach spontan durchläufst und neben den ganzen Ruinen und so weiter auch noch richtige Hütten siehst oder so ein Zeltlager oder so. Das finde ich viel cooler als so eine Stadt, wobei Angelstädt und so weiter ist natürlich auch cool, dass du so eine Stadt mal siehst. Aber mehr Städte hätte es gar nicht benötigt, meiner Meinung nach. Eher so kleinere Siedlungen, das hätte ich cooler gefunden. Ja, also ich finde, mir reichen die Städte eigentlich auch, aber ich finde halt nur die Ställe ein bisschen langweilig auf Dauer. Weil ich halt auch das Reizsystem total finde. Also diese Ställe, die fand ich echt ein bisschen, also am Anfang cool noch so, cool hier wieder ein Stall, aber so, keine Ahnung, irgendwann ist der Reiz verloren gegangen, vor allen Dingen, weil ich auch da das etwas merkwürdig finde, wo die teilweise platziert sind. Also, ich weiß gar nicht, warum? Also irgendein Stall war mitten in der Wüste, das fand ich ein bisschen crazy, aber na gut. Ja, aber nicht da bei den Gerudos, sondern bei wenn du Richtung Orni gehst, hast du doch noch so ein, jetzt müsste ich die Karte vor mir haben. Ah, ja, okay. Ja, da ist eigentlich nichts ringsrum, gar nichts, aber so ein Stall ist da. Ich meine, die machen sich doch drüber lustig in dem Stall, glaube ich. Da, irgendeiner hat auch so einen Satz losgesagt, dass hier nichts los ist und so weiter. Das fand ich ganz witzig auch. Gut, jetzt sind wir von Materialien. Zu den Materialien möchte ich einen Satz noch verlieren. Wie findet ihr denn das System diesmal mit den Rubinen? In den vergangenen Zeldas war es ja so, dass die Rubine teilweise absolut belanglos waren, man sich gar nicht mehr gefreut hat über Rubine, weil man eigentlich genug Rubine immer hatte, egal wie viel Geld man ausgegeben hat. Hier finde ich aber so, es gibt immer so Stellen im Spiel, da habe ich immer überwiegend viele Rubine. Und dann kommt dann immer so ein Fall von dem Ganzen. Nicht mal, also ich weiß echt nicht, warum dann auf einmal habe ich auf einmal gar keine Rubine mehr und muss dann wieder mehr Rubine zusammensparen, um Pfeile zu kaufen. Und vorher konnte ich irgendwie gefühlt alles kaufen, was ich wollte. Es gibt halt auch so viele, es gibt ja zum Beispiel dieses Haus, was man kaufen kann, was auch etliche Rubine kostet. Also man verliert auch die Rubine. Wie findet ihr das so? Also macht das.
Also ich fand am Anfang fand ich es richtig gut, weil es gab wirklich vieles, was man kaufen konnte, was man investieren konnte, gerade das Haus zum Beispiel. Das hat, glaube ich, fürs reine Kaufen 3000 Rubine gekostet, kann das sein? Ja, und ein paar Holzbündel. Ja, und da waren halt 3000 Rubine noch richtig viel. Aber ich finde, ab so vielleicht 40, 50 Stunden circa hat man immer so viele Rubine dabei, dass man eigentlich aus sich Aber alles leisten kann, was die man Sachen eigentlich sind aber will. teuer. Also ich finde, Nein. ich kann mich erinnern, dass ich, wenn ich bei so einem Händler war und so ein Pfeilbündel gekauft habe, waren auf einmal 1000 Rubine weg. Ja, Das Ding ist also ich halt. habe halt immer circa 30, 40.000 Rubine dabei normalerweise. Okay. Okay, krass. Weil ich halt Echt immer nicht. direkt, ich verkaufe halt immer alle Ach Erze bis auf so, das mache ich Diamanten halt nicht, ja. und Leuchtsteine. Und von daher habe ich da eigentlich echt nie Gut, Probleme. du weißt Ich halt ab einer verkaufe keine gewissen Stelle im Materialien. Spiel Ja. auch ziemlich gut, woher du einfach Geld herbekommst. Ne? Das ist ja jetzt, wenn du einmal in den ganzen verschiedenen Dörfern warst, weißt du ja, okay, der kauft mir jetzt die Leuchtsteine ab und die kann ich mir noch ein bisschen was holen. Aber jetzt mit 30.000, 40.000 Rubinen laufe ich nicht rum. Also Okay, ich aber finde das ist das ja auch wieder individuell. Rubinensystem, also ich finde das Rubinensystem jetzt eigentlich echt okay. Also es ist, natürlich wird man irgendwann halt der reichste Mann der Welt, aber das ist halt auch normal. Also weißt du, du baust dich Nee, halt irgendwann auch hoch und ist auch irgendwann, keine Kritik, ja. es ist, also ich finde das, also Anfang hast du halt Probleme und aber in manchen Zeldas war halt ganz oft das Problem, dass du einfach schon direkt recht am Anfang dann irgendwann deine, weiß nicht, deine immer deine Rubintaschen immer erweitern musstest, das war auch immer das Nervige. Und dann hier hast du zum Beispiel, hast du sowas gar nicht und dann hast du halt immer deine maximale Anzahl an Rubinen und dann irgendwann auf einmal hatte ich jetzt letztens einen Fall, als ich die vierte Fee gefunden habe und die von mir auch 10.000 Rubine auf einmal wollte und dann habe ich gemerkt, scheiße, ich habe nur 5.000 dabei und dann, oh, ja, super, jetzt habe ich wieder ein Rubinproblem. Manchmal kommt das Also einfach das unerwartet. meine ich halt. Also ich habe sehr oft genug Rubine und dann kann mir irgendwie gefühlt auch wirklich alles kaufen. Und dann kommt dann immer irgendeine Stelle, wo ich auf einmal keine Rubine mehr habe. Und wenn ich die dann habe, danach habe ich ja gar nichts mehr, wenn ich dann gekauft habe. Ich meine, es kann halt nicht jedem so gut gehen wie den oberen 1%, der David hier, ja, mit seinen 30.000. Genau, nee, also das mit den Rubinen finde ich besser. Ich finde zum Beispiel auch das mit den Pfeilen besser gelöst. Ich habe nie, also in den vergangenen Zeiten, also da hast du ja die Pfeile hinterhergeworfen bekommen, wenn du Gegner getötet hast, gingen mir auch schon mal die Pfeile aus. Ich habe eigentlich immer genügend Pfeile mit, aber es passiert schon mal manchmal über einen längeren Zeitraum gerade, dass mir die Pfeile dann doch mal ausgehen. Ja, mir sind die Pfeile, glaube ich, einmal ausgegangen, auch relativ am Anfang. Ab da habe ich dann immer per Terry direkt alle Pfeile Genau. mitgenommen. Das Problem ist, dass du kannst die halt nachkaufen und das macht aber auch Sinn, wenn du das aber nicht machst, du kriegst keine Pfeile hinterhergeworfen. Du musst die eigentlich fast immer kaufen. Also man findet ganz, ganz, ganz selten Pfeile bei Gegnern. Halt gerade von Gegnern halt aus Drohnen. Aber ich muss halt auch sagen, ich finde das Rubinsystem in Breath of the Wild von allen Zeldas bisher das Beste, definitiv. Ja, finde ich eigentlich auch. Also man hat halt wenigstens dann einen Wert, den man noch einsetzen kann und einsetzen muss, ja, um das Spiel zu spielen. Und was ich halt bei Skyward Sword so lustig fand, irgendwie nochmal eine kleine Anekdote, da gibt es ja diesen Quest, um seine Rubintasche, glaube ich, zu erweitern. Ich weiß nicht mehr genau, was das für ein NPC da war in der Stadt. Auf jeden Fall am Ende hat man halt diese riesige Rubintasche bekommen und ich dachte mir so, cool. Das brauche ich nicht. Ach, das war dieser Ja, Dämonentyp, genau, ne? der Dämonentyp. Und ich war halt so maximal unbefriedigt von der Belohnung. Ja, halt ganz am Ende vom Spiel, die größte Ja. Rubintasche, ja. Cool. Also das ist halt hier definitiv besser. Da weiß man auch, was man mit seinen. Okay, man hat ja eh keine Rubinentaschen. Man kann ja so viel tragen, wie man möchte wahrscheinlich. Aber ich finde auch, dass der Wert des Rubins hier mehr geschätzt wird. Und es gibt halt vor allem echt vieles, was du kaufen kannst, in was du investieren kannst. Gerade am Anfang wirst du ja echt überrumpelt fast schon. Ja, das ist richtig. Manches macht auch tatsächlich Sinn, obwohl es, also zum Beispiel also diese Gaststätten, wo du schlafen kannst, diese Betten, da kriegst du ja auch immer noch diese zusätzlichen Herzen noch dazu und so weiter. Das macht manchmal. Ja, halt für Kochmuffel ist das ganz gut, aber Ja, gut, ich du koche meine Happy selber. kannst es dir auch erkochen, aber ich habe das, weil es relativ billig ist, also das kostet meistens nur 40, 30 Rubine oder so. Nutze ich das manchmal schon ganz gerne, kurz bevor ich zum Titan reingehe, dann muss ich dann nicht meine
mein schönes Rezept verschwenden, was ich gerade mir erkocht habe. Muss man dazu. Ist halt so ein kleiner Bonus, den man nochmal mitnehmen kann. Genau. Aber ja, ich genau. habe es ehrlich gesagt nicht so häufig verwendet, aber. Ich weiß ja immer nie, was mich erwartet. Ich bin immer so vorsichtig, weil ich da auch nicht sterben will, immer in so einem Titan. Ich koche halt immer gefühlt eine halbe Stunde meine ganzen Zutaten, die ich gesammelt habe, zusammen und habe dann einen Haufen Kochrezepte und kriege da auch tolle Herzen und was weiß ich nicht. Aber ich will die nicht immer verschwenden, nur weil mir ein Herz fehlt und dann gehe ich dann halt lieber eine Runde schlafen. Das mache ich im echten Leben ja auch okay. so. Aber was ich jetzt halt besser gefunden hätte, wenn es mal zum Beispiel so eine Abklingzeit für Essen gibt, weil du kannst ja. halt im Kampf die ganze Zeit essen. Ein bisschen. Ja. Oder vielleicht da eine Animation wie in Dark Souls. Oh. Mit dem Estus Flask. Aber bitte Dark Souls 3, nicht 1. So langsam. Ja, okay, Dark Souls 1. Aber da muss ich auch sagen, ich höre auch oft die Kritik, dass Breath of the Wild leichter wäre als die anderen Zeldas, weil man auch zwischendurch essen kann. Aber man konnte doch in Zelda schon immer irgendwelche Tränke zu sich nehmen. Da gab es auch sogar eine Animation, aber das Spiel hat pausiert ja, rum. Aber ja, das Problem ist, du könntest in Breath of the Wild nicht nur dein Essen essen, du könntest deine ganzen Zutaten essen. Von denen hast du immer gestopft volle Taschen. Einen roten Trank in den früheren Zeldas hast du fast nie dabei gehabt. Ja, aber die, ja doch. Also später hatte man doch immer diese Feen und diese Tränke. Ich kann mich sogar erinnern, dass du die Feen kurz vor jedem Bosskampf immer hinterher kriegst. Ja, aber vielleicht maximal 4 Stück und einen Äpfel hast du in Breath of the Wild immer. Ja, aber so ein Apfel, so ein Apfel gibt dir ein halbes Herz oder so. Ja, aber du hast 200 Stück dabei. Du könntest dich ungefähr 50 Mal komplett vollheilen mit deinen ganzen Zutaten. Also, na gut, ob man das machen will. Also ich zum Beispiel habe das nie so wahrgenommen, weil ich habe zum Beispiel auch nicht 200 Äpfel bei mir mit rumschleppen. Ich verkoche das. Ich verkoche das alles. Und ich habe genauso wie früher keine Probleme, was meine Energieleiste angeht. Also ab einem gewissen Zeitpunkt hat es in Zelda schon immer deine Energieheiltränke. Ich hatte auch immer relativ viel Energieheiltränke. Ich hatte relativ viele Feen immer mit mir rumschleppen und hatte nie Probleme. Ich meine, in Breath of the Wild ist es nicht anders. Ich esse beim Bosskampf einmal, so wie ich früher eben einen Trank genommen habe. Mein Essen jetzt mal hin und her. Ich fand auf jeden Fall die Rüstung richtig cool, dass du da wirklich einen spürbaren Unterschied spürst, wenn du die Rüstung aufgewertet hast. Weil dich Gegner immer gebornhittelt haben und dann hast du die Rüstung auf dem zweiten oder auf der dritten Stufe oder halt auf maximal. Und dann nimmst du halt viel weniger Schaden. Das fand ich richtig gut. Das merkst du vor allem bei den Launen. Wobei das irgendwie jetzt auch... Ja, das korreliert aber jetzt nicht so mit den Herzen, weil man hast auch mehr Herzen und das ist irgendwie so ein bisschen... wackelig. Also wenn du bist halt einfach viel, stirbst du einfach gar nicht halt, ne? Weil du auch mehr Herzen und gleichzeitig noch mehr Rüstung hast und dann verlierst du weniger Herzen und ja, irgendwie. Ja gut, aber das kann man, denke ich, auch nicht verhindern in so einem Spiel. Wäre ja eine ganz gute Überleitung, um mal über den Endcontent vom Spiel so zu reden. Was habt ihr denn gemacht, nachdem ihr Ganon gekillt habt? Dazu muss ich Ganon doch Spoiler, doch Spoiler, man muss Ganon das killen. Muss ich doch Ganon erstmal besiegen, Max. Ich das ist auch, richtig. Ja. Ach verdammt, stimmt, ja, dann können nur David und ich kurz darüber sprechen. Hast du noch irgendwie komplettiert? Suchst du alle Krogsamen oder? Ja, also als ich Ganon besiegt hatte, hatte ich gerade ca. 90 Schreine. Die habe ich natürlich erstmal alle noch gemacht. Es sind sogar noch bei mir ein paar Nebenquests offen. Aber hauptsächlich habe ich eigentlich die ganzen Leunen abgefarmt nach dem Endbosskampf. Das finde ich halt ziemlich cool. Genau, ja, also im Endeffekt habe ich es nicht gemacht. Also ich hatte nicht so viel Schreine. Ich habe jetzt, ich bin glaube ich immer noch nur auf 100 oder so. Ich muss noch ein bisschen was machen. Auch die ganzen Nebenquests noch. Die Leuen finde ich an sich eigentlich echt auch ganz cool. Ja, wie schon gesagt, ich hätte mir noch so ein, zwei mehr vielleicht gewünscht und Gegner in die Richtung, dass man sich da noch irgendwie so ein bisschen mit denen dreschen kann. Weil die sind mir alle so noch so ein bisschen zu leicht. Ja, aber naja, definitiv. Kommt ja jetzt bald noch mit dem DLC der neue Schwierigkeitsgrad. Mal schauen, was das gibt. Ja, aber ansonsten, also ich finde, wenn man Ganon einmal besiegt hat, ist die meine Motivation so ein bisschen runtergesackt. Also ich weiß, ich habe jetzt nicht mehr so die Motivation, so richtig krass alles zu Ich finde, das hat aber auch mit Ganon selbst zu tun, weil ich finde, das Spiel schafft es richtig gut, dich auf den Endkampf zu hypen, das ganze Spiel über. Ja, ist richtig. Auch weil das Schloss halt im Zentrum von Hyrule steht, du hast es immer im Blick und du willst da auf jeden Fall hin und du freust dich richtig drauf auf den Endkampf. Mhm.
Über den Endkampf kann man sich jetzt streiten, definitiv, aber ich finde, das Hypen auf den Endkampf ist richtig gut gelungen. Und wenn der dann halt besiegt ist, hast du halt, ist der Hype halt weg und dann freust du dich nicht mehr drauf Die Frage ist halt auch, was hast du davor schon gemacht? Wenn ich mir zum Beispiel ich habe ja zum Beispiel jetzt, ich stehe ja kurz vor Ganon auf gut Deutsch, und habe fast alle Schreine gemacht. Der einzige Schrein, der mir noch fehlt, ist im Schloss selbst. Es ist dann halt auch die Frage, wenn ich zum Beispiel nur einen Bruchteil der Schreine mache, wäre das für mich zum Beispiel ein Anreiz nach Ganon tatsächlich nochmal die restlichen Schreine abzuklappern, weil mir das, Wie ich halt, ne? genau, weil ich die Schreine sehr cool finde und da es echt coole Sachen und Mechaniken gibt. Deswegen, also es gibt schon viel nach Ganon zu tun. Es kommt halt darauf an, was du vorher schon alles getan hast. Ja, aber magst du nochmal auf deine Frage zurückzukommen? Die Krogsamen werde ich nicht alle sammeln. Also ich habe aktuell, habe ich glaube 250 Stück circa, wenn ich es gerade richtig weiß. Naja, also Aber ich werde es auf jeden Fall auch nicht tun. Ich glaube, das kann nee, einem auch niemand vorwerfen. die Krogsamen sind mir auch zu viel des Guten. Das ist mir echt. Ja, aber was heißt zu viel des Guten? Ich meine, die haben deswegen so viele verteilt, damit du eben als normaler Spieler genug findest, um deine Taschen zu Nee, das ist vergrößern. keine Kritik. Also es ist einfach Ja. Ja, so, aber viele kritisieren halt die 900 Stück für. und das ist halt nur deswegen so, damit du halt Ich genügend finde, findest. das sind nur ich finde die 900 die Stück. Leute mit der Sammelzwangsneurose, Ja, sorry. ich finde die 900 Stück ist einfach für die Hardcore-Typen, die wirklich das Ding. Ja, Aber aber wie gesagt, in ja. erster Linie sollen die halt dazu dienen, damit du halt Ja, das genügend ist ja auch findest das, im was normalen ich kritisiert Spielverlauf. habe an der Kritik. Kritik kritisieren ist auch immer gut. Als rauskam, was man bekommt nach diesen 900 Krogsamen, ja. Ich fand es ein lustiger Gag und dann hieß es, ja, was ist denn das für sinnloses Goodie, was man bekommt, wo ich mir denke, du hast doch nicht nur dieses Goodie bekommen, wenn du die 900 Krogsamen gesagt hast, du hast ja auf den Weg dahin noch andere, also du hast eben diese zusätzlichen Item-Slots bekommen, die jetzt nicht ganz unwichtig sind. Ja, Ich weiß, da ist irgendwann Grenze. aber, ja, das ist, glaube schon vor der Hälfte ist da die Genau. Grenze. Aber ich verstehe, Ja. was du sagst, weil welcher normale Mensch sammelt 900 Krogsamen, weil er sich irgendwas davon erhofft. Das machen ja normalerweise nur die, die das Spiel auf Und ich 100% muss dir abschließen ehrlich sagen, wollen. ich fand diesen Gag jetzt sogar lustiger und besser, Ich fand ihn auch noch als witzig, wenn ja. ich jetzt irgendwas bekommen hätte, was mir überhaupt nichts bringt. Also bringt mir hier auch nichts, aber ich habe einen Lacher gehabt. So. Und Ja. weil das ist so, was mich in Zelda ja auch manchmal oder überhaupt in vielen Open World Spielen, das ist nicht nur Zelda, das ist in vielen, vielen Spielen, du sammelst was, was in einer extremen Fülle vorhanden ist und die Belohnung ist teilweise ja, belanglos, egal, oder freust dich gar nicht drüber. Und hier ist es halt so, freust dich auch nicht drüber vielleicht, aber also wer da nicht lacht oder wer da nicht schmunzelt, wer es auch nicht weiß, und das dann rauskriegt, ich hätte mir da einen abgelacht, ehrlich gesagt. Ich meine, es soll dir halt nur ein gutes Gefühl geben, damit du halt weißt, du hast alle Krogsamen gesammelt und jetzt bist du fertig damit. Ja, also grundsätzlich finde ich, also die Kritik mit den Crocs haben, die verstehe ich schon, dass man sagt 900 und das ist viel zu viel. Auf der anderen Seite, ey, ganz ehrlich, es zwingt, also ich für meinen Teil habe zum Beispiel gesagt, 100% sind bei mir, wenn ich alle Schreine habe, alle wichtigen Nebenquests und Erinnerungen und so weiter und so fort, also die Hauptstory. Und das ist für mich Die Erinnerung hat dann auch bestimmt komplett. jeder Ja, abgefarmt, mehr ja, will bis zum ich gar Ende. nicht. Und das, ich finde Erinnerung, ich liebe diese Ja, Erinnerung. ja. Das ist auch so geil, diese. Die Erinnerungen, die find ich halt nicht nur wegen den Sequenzen selber richtig gut. Ich finde, die Erinnerungen sind von Open World Spiel storytechnisch der beste Ansatz, den man eigentlich wählen kann. Weil es ist ein Protagonist, um vielleicht mal kurz zur Story zu kommen. Es ist ein Protagonist, der sein Gedächtnis verloren hat. Das haben schon viele Open World Spiele gemacht. Aber ich finde, Zelda ist das erste Spiel, das das richtig gut ausnutzt. Weil es ist im Prinzip so, dass Link seine Erinnerungen in der Reihenfolge wiederbekommt, wie er natürlich die Welt bereist. Dann sieht er irgendwas, dann kommt eine Erinnerung und dann kann das auch mal quasi in einer völlig anderen Reihenfolge wieder ihm aufgehen, wie er es erlebt hat. Und das finde ich richtig cool. Und ich finde, die Erinnerungen sind ein viel besserer Ersatz als damals diese Ja, das Triforce-Sammlung kannst du in nicht Wind vergleichen. Waker. Ja, finde ich, kann man sogar schon Nein. vergleichen. Ich meine,
die Erinnerung brauchst du nicht, um zum Ende zu kommen, sondern nur für dieses alternative Ende. Aber ich finde schon, dass man das vergleichen kann, weil ich habe mich schon gefragt am Anfang, als ich die Erinnerung gesammelt habe, geil, jetzt kann ich hier wieder sammeln und das ist irgendwo auf der Welt verteilt. Aber es macht viel mehr Sinn. Also es macht, es ist nicht willkürlich. Also es hat gewisse Orte, gewisse Plätze, die auch dann storyrelevant sind, beziehungsweise in dem sich diese Erinnerung abspielt. Das heißt, du kommst dann dahin, du hast dann diese Hilfe mit diesem Maler. Hat einmal. Dir den eigentlich ja, das letzte geil. Mal, weil ich ihn da erst gefunden habe. Ich habe mir halt das meiste wirklich anhand der Karte und anhand meinen bloßen Augenkoordination, wo ich mir die meisten Bilder selber hergeleitet, wo die ungefähr sein müssten. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Genau. Genau, ich habe auch nur einmal diesen Maler genutzt. Für das letzte Bild. Anders gesagt, es war eigentlich so, dass ich gar nicht nach einer Erinnerung gesucht habe. Ich auf diesen Maler gestoßen bin zum ersten Mal und er mir gesagt hat, das ist da und da. Ich dann gemerkt habe, okay, es geht hier um die Erinnerung. Und ich wollte dann diese Sequenz, also ich war dann neugierig auf diese Sequenz und bin dann erstmal zu dieser Sequenz gelaufen. Genau. Nee, ich mag die Erinnerungsfotos ja, auf jeden Fall auch sehr. Vielleicht sehr das letzte Bild, das in dem Wald platziert ist. Ich meine, das kann ja überall sein. Ja, das konnte wirklich überall sein. Das war einfach meine erste Erinnerung, die ich gefunden habe. Das war einfach die letzte. Ich habe sogar per Zufall habe ich es auch gefunden. Oh, ich habe nicht mal den Maler gebraucht. Aber ich finde halt, das Spiel an so vielen Stellen ermutigt einem das Spiel dazu, die Spielwelt da wirklich zu erkunden und zu beobachten. Mit offenen Augen durch die Welt zu laufen, die ganzen Nebenquests. Da hast du keinen Questmarker auf der Map markiert, wo du genau hin musst. Es steht halt in dem und dem Gebiet, du musst erstmal gucken, wo ist das Gebiet überhaupt. Und dann hast du halt ein riesiges Gebiet, wo dein Questziel sein könnte. Du musst halt selber suchen, nicht immer nur quasi im Wegpunkt nachlaufen, wie in anderen Spielen. Und diese ganzen Trailer, die das so gezeigt haben, wo der Spielwelt einfach so leer ist und die es einfach nicht ist, wenn du auch nachdem so diese ganzen Reviews rauskamen, ich mir die ganzen Videos angeguckt habe, ich gesagt, was ist da? Da ist ja jetzt nichts drin. Und dann spielst du selber, dann siehst du das, ach ja, cool, da ist das Ding, da kann ich da gehen, gehe ich nach Norden, nach Westen, nach Süden, nach Osten, dann kannst überall hingehen, bist überall belohnt und das ist einfach cool. So viele zu erkunden, das ist unglaublich. Ich kann es einfach nicht glauben, dass das Spiel das irgendwie so hingekriegt hat. Trotz so einer. Also es ist ja jetzt halt so von Grafikaufwand ist jetzt halt die Welt nicht so voll, aber die ist halt einfach so vom Belohnung her und so allem ist die halt voll, ne? Ja, ich finde, die Spielwelt wirkt auch lebendig. Das ist das Wichtigste. Du hast da Tiere, oder Tierrudel sogar. Du hast Goblins oder Moblins, die NPCs angreifen. Die NPCs rennen rein ins Haus, wenn es regnet. Das fand ich beim ersten Mal sehen echt extrem beeindruckend, weil ich nicht dran gedacht hätte, dass man dran denkt. Es ist ja auch, es geht schon mit ganz einfachen Sachen los, dass wenn eine Wolke sich unter die Sonne stellt, dass da auch wirklich ein Schatten auf den Boden kommt. Dadurch wirkt die ganze Welt. Das sind so Kleinigkeiten, das sind ganz, ganz kleine Nuancen, die man in solchen Trailern oder was weiß ich gar nicht so wahrnimmt. Und wenn man das dann aber mal spielt, das macht die Welt einfach unglaublich lebendig. Und ich liebe auch Links Interaktionsmöglichkeiten mit der Welt, dass du halt überall klettern kannst zum Beispiel. Das gibt halt der Spielwelt ein viel plastischeres Gefühl als in vielen anderen Open-World-Spielen, wo die Spielwelt meistens sich eher so nach so einer Fassade anfühlt oder nach so einem, sag mal, nach so einem Spielplatz, wo du halt. Und es wirkt grenzenlos. Du hast wirklich das Gefühl, du könntest überall hin. Obwohl das Spiel natürlich seine Grenzen hat, ist ja klar. Aber man hat nie das Gefühl, hier ist jetzt die unsichtbare Wand. Die meisten Open-World-Spiele machen es ja wirklich über eine Art Gebirge. Ne, dass man sagt, hier ist ein Gebirge und hier ist dann die Spielwelt auch zu Ende, weil du kommst da nicht hoch. Das ist bei Zelda ein bisschen schwierig, weil du tatsächlich überall klettern kannst. Also das finde ich halt so beeindruckend, dass ich nie das Gefühl habe, diese Welt hat Grenzen. Was ich hinsichtlich der Reaktion der NPCs auch noch sehr cool finde, ist, dass ja auch anders reagiert wird von denen, je nachdem, was du für eine Rüstung trägst. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Vor allen Dingen auch, wenn du das Heldengewand anhast oder halt eben diese dunkle Linkrüstung, die man später bei Kindern bekommt noch, dass die dann sich erschrecken und so. Das ist, finde ich auch, also fand ich faszinierend und können auch gerne andere Spiele übernehmen. Ja, an der Stelle mal ein Verweis an Skyrim. Wenn ich der, Obermagier bin von irgendeiner Stadt,
möchte ich auch bitte so behandelt werden. Das erinnert mich halt total an Majora's Mask, wo das ja auch so der Fall war mit den verschiedenen Masken. Ja, stimmt, ja. Und das fand mit ich halt Masken, damals schon genau. Richtig charmant, ja. Und richtig schön. Auch cool, was mir gerade so einfällt, was ich auch cool finde, wenn du so von diesen Moblins, wenn die da reiten und da durchreiten zum Beispiel durch so eine Steppe, das finde ich cool, genauso wie wenn du so ein NPC auf so einem Pferd siehst. Am besten nachts mit noch so einer Laterne und dann von weitem siehst du, wie sich das bewegt, ja. Ja, genau. Ich weiß sogar, das erste Mal, da habe ich die Laterne von weitem gesehen und dachte ich mir, was ist denn das? Und dann war das der NPC und das fand ich auch, so blöd es klingt, das ist einfach ein PC, der macht gar nichts, der hat keine Quest, der hat nichts für dich, ja. Der labert einfach nur irgendeinen sinnlosen Mist. Aber ich fand es beeindruckend, dass es... Ich fand diese NPCs einfach cool, die sich dann in diesen Krieger da verwandelt haben und die voll die geilen Sprüche da so gerissen haben. Ja, zum Beispiel der Typ, der so Bananen dafür 99 Rubine da verkauft hat. Und dann habe ich mal einfach so zum Spaß einen gekauft und hat gesagt, oh cool, danke für den Einkauf. Und dann so, komm wieder. Und dann, oder auch nicht. Und dann, tschüss. Das hatte ich noch nie, den Dialog. Echt nicht? Ja. Nee. Hast du nie Bananen gekauft, oder? Für 99? Nee. Ich hab's halt einmal gemacht, ich wusste ja eh, also ist ja klar, eine Banane für 99, aber da habe ich es einfach mal gemacht zum Spaß. Deswegen, der hat ja doch so viel Rubine, weil er nicht mit Geiz heißt. Nee, die Bananen habe ich halt immer direkt in der Jäger-Basis geklaut. Da liegen doch auf einem Tisch so 10 Millionen Bananen rum. Ja. Das war echt geil. Das war auch mal cool, dass ich, als ich einmal kochen wollte und alle Materialien aufkochen wollte, habe ich dann gesehen, wie viel Bananen ich eigentlich noch hatte und habe mir gedacht, Kochobst. Oh, fuck. Ich glaube, ich koche jetzt hier erstmal 4 Stunden ja, Kochbananen. Das habe ich auch einfach an einem Punkt gemacht. Ich wollte einfach Heal-Items haben, habe einfach sämtliches Obst eingekocht. Ja, war der auch mal ein Maximum von eurem Koch-Inventar? Nee. Ja. Da war ich zu faul für. Ich habe das echt irgendwann erreicht, aber da muss man dazu sagen, dass ich lange Zeit nicht gekocht habe zu dem Zeitpunkt, aber extrem viel gesammelt habe. Und dann ist mir aufgefallen, dass mir langsam die Kochsachen ausgehen und es unübersichtlich wird in meinem Menü. Und dann habe ich dann durchweg durchgekocht. Und dann habe ich auch manchmal Sachen sinnlos weggekocht, einfach damit ich die Sachen weg habe. Was ich natürlich nicht beachtet habe, ist, dass mein Kochmenü dafür unübersichtlicher wurde. Das war nicht ganz gut überlegt. Ich meine, ich habe, glaube ich, pro Session immer so 4 bis 5 Sachen gekocht maximal und dann halt wieder... Ich mache halt echt so eine komplette Session. Ne? Also ich sammle viel und dann setze ich mich wirklich eine halbe Stunde hin und bin nur am Kochen und koche dann komplett eine halbe Stunde durch und habe dann immer zwei Seiten mit Kochzutaten und Medizin und was weiß ich nicht. Und das ist dann halt immer... Ich finde es halt auch so ein richtig gutes Gefühl, wenn du dann mit vollgekochten Taschen dann wieder ins Abenteuer zurückkannst und du weißt, du hast bei jeder Situation das Richtige dabei. Ich mag das, ich mag es sogar nicht. Also ich habe mich geweigert, zum Titan zu gehen immer, weil ich immer nie wusste, was mich erwartet, ohne volle Kochtaschen. Ne? Also deswegen habe ich dann alles verbraten, was ich hatte immer. Das war eigentlich ganz witzig, es hat viel Zeit. Die Welt geht den Bach runter und Zelda stirbt fast, aber Dirk muss erstmal kochen. Essen dabei. Essen ist wichtig, meine lieben Freunde. Also Prioritäten sind schon die Prioritäten. Das A und das O. Ich habe erstmal mir das Haus gekauft, das war mein erstes Ziel. Ja, ich weiß noch, für das Haus muss ich sogar relativ lange sparen, weil da hatte ich noch keine 30.000 Rubine. Ja, und ich weiß noch, dass ich da übelst viel Erz und so gesammelt habe, um diese Rubine zu bekommen. Habt ihr eigentlich diese Akala-Quest gemacht mit dem Dorf in Akala? Noch nicht. Tabanta heißt es, ne? Tabanta, genau. Meinst du? Die habe ich noch nicht, die will ich nach. Das ist so eine Nebenquest, die ich nach Ganon machen will. Du meinst das mit den Zimmermenschen, ne? Mit Zimmerleuten und so. Das ist aber Taburasa. Tabanta ist im Orni-Gebiet, das ist dieses Schneefeld. Ach so, sorry, ja. Aber ich habe tatsächlich sogar einen passenden Goron mit dieser Namensendung gefunden, aber es ist einfach nichts passiert. Ich glaube, ich habe den falschen Goron gefunden. Irgendwie haben die es falsch durchdacht. Irgendwo im Westen ist dann halt irgendwie so ein Goron auf der Straße oder so gewesen. Nee, der Goron, den die suchen, ist bei der Nordmine oder bei der Südmine. Ja, super. Das ist irgendwie, ich habe auf jeden Fall einen passenden dazu gefunden und das hat einfach nicht funktioniert. Nee, ich habe mich nur daran erinnert, weil der Goron mal gemeint hat zu mir, als ich das dann nett gesucht habe, dass er gar nicht arbeitete, die seine Kraft beansprucht.
Da hat er mal was gesagt. Das ist auf jeden Fall ein super cooler Quest. Jeder, der den noch nicht gezockt hat, macht das. Aber ich geb euch den Tipp, fällt viele Bäume. Fällt jeden Baum, ja, den ihr seht, bevor ihr diese Quest angeht. Da eine kleine Anmerkung. Der Carsten aus unserem Team, der hat ja echt so einen ganzen Wald gefällt, ne, mit Bomben. Da gibt's auch ein lustiges Foto auf Twitter, auf seinem Twitter-Account. Da siehst du den ehemaligen Wald und siehst nur noch Baumstümpfe. Sehr gut. Da wir eben über die Erinnerungsfotos geredet haben, wollte ich nochmal ganz, ganz kurz auf die Handlung zu sprechen kommen, weil wir reden auch schon ziemlich lange, sehe ich gerade. Da müssen wir langsam mal so vielleicht ein bisschen zum Ende kommen. Wie fandet ihr denn die Handlung? Weil ich persönlich war so ein bisschen doch enttäuscht, weil es ja sehr, sehr rudimentär war. Also da gab es ja keine Twists, kein gar nichts im Endeffekt. Also wenn ich vielleicht gerade mal anfangen würde, ich fand das Plateau am Anfang, fand ich, also das fing halt genauso an, wie man es natürlich auch kannte, aber dann am Ende vom Plateau, als dann sich der alte Mann als der ehemalige König offenbart hat, da hatte ich dann schon Gänsehaut und dass du da direkt so viel erfahren hast, fand ich halt schon ziemlich krass. Aber danach kam halt fast gar nichts mehr, was ich halt ein bisschen schade fand. Genau, deswegen, also ich finde, die Verteilung dieser Infohappen ist so ein bisschen, die Erinnerung finde ich cool, aber ich hätte irgendwie gerne gehabt, dass man mehr noch so aufdecken muss. Also, dass der dir nicht direkt am Anfang komplett alles erzählt. Und das tut er ja im Endeffekt. In den Erinnerungen bekommst du ja nur noch so ein bisschen, wie das so genau abgelaufen ist. Ja gut, ich meine, die Erinnerungen, die geben dir ja hauptsächlich so einen Ausblick auf oder so einen Überblick über die Prämisse von Zelda mit dem Forschen und Beten und so weiter. Genau. Und das fand ich auch ziemlich cool. Aber vor allem die Tagebücher im Schloss Hyrule zum Beispiel, gerade die ganzen Tagebücher eigentlich, finde ich, geben dir einen richtig coolen Einblick in die zu den verschiedenen Charakteren. Also gerade im Schloss das Tagebuch von Zelda und das Tagebuch vom König fand ich eigentlich ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Nur gab sowas leider, finde ich, ein bisschen selten, dass du halt so und Hintergrundinfos bekommen hast. Es ist halt auch sehr, sehr schwer, also es ist sehr leicht, daran vorbeizugehen einfach, ne? Also ich habe da jetzt nicht unbedingt das Problem mit, dass man sagt, du musst dir das selber erarbeiten und auch selber alles heraussuchen. Auch so ein bisschen wie bei Dark Souls, ne? Alle Item-Beschreibungen lesen. Aber ich finde, bei Zelda ist es so ein bisschen schade gewesen, dass man doch nicht so viel mitbekommen hat irgendwie von der ganzen Handlung und wie das alles. Ich meine, da waren ja wahrscheinlich auch noch mehrere Prozesse und die epische Schlacht und so bei der Hattino-Festung, die hätte ich vielleicht noch ein bisschen blumiger ausgeschmückt. Ich weiß noch, als ich gerade letzte Erinnerung gesucht habe, da war ja dieser NPC vor der Hattino-Festung und hat gemeint, hier haben die vier Recken oder die fünf Recken die letzte Schlacht gegen Ganon ausgetragen. Und da dachte ich halt, okay, ich finde es die Erinnerung, dann sehe ich die Schlacht zwischen den Wächtern und den Recken. Aber dann kommt halt nur diese Szene, die richtig coole Szene, keine Frage, wo Link da fast stirbt. Aber ich habe halt gedacht, es kommt da das mit den Recken. Ja gut, das mit den Recken kann ja nicht kommen, weil die in den Titanen jeweils scheitern. Nee, das sagt ein NPC, dass hier die Recken gegen die Wächter gekämpft haben. Aber das macht doch irgendwie keinen Sinn, weil die, also wenn man die Story von den Titanen jeweils immer abklappert und den Recken da auch zuhört, sind die doch alle, die sagen doch alle, ich bin gescheitert gegen den und den. Ja, das ist halt die Frage. Ich meine, du hast ja die Erinnerung gesehen, wo Ganon wieder erwacht. Ja. Also bei dem Eldin-Tor, glaube ich, oder bei dem Renell-Tor. Und ich denke, die sind dann halt von da aus erstmal über die Hathenor-Festung zu den Titanen gerannt, vermute ich mal. Also das wird schon irgendwie Sinn machen. Du wirst da auch noch hinkommen. Das kommt bei dir erst noch, die Stelle, die ich meine. Ja, okay, aber also, weil das klingt jetzt so für mich wie irgendwie so. Also ich habe das immer so verstanden, dass die ganzen Recken jetzt in den Titan. Aber okay, sei es drum. Aber was mich halt auf jeden Fall stört, du wirst quasi ein bisschen geteasert, dass du jetzt leider die Schlacht zu sehen bekommst, aber du siehst dann halt nur quasi das vehemente Ende von der Schlacht. Ja, das ist ein bisschen wie bei Angriff der Kronkrieger, lieber David. Aber Star Wars Podcast, was? Ja, was ich sagen muss, ich hatte am Anfang das Gefühl, desto mehr man erfährt über die Story, desto mehr Fragen tun sich auf, die dann auch geklärt werden. So fühlt es sich am Anfang an, gerade wenn man dann noch bei Impa ist und so weiter. Da muss ich aber auch echt zustimmen, das nimmt später ab. Also die Story wird später immer dezentraler und man hat dann die Erinnerungen, die alle sehr cool sind, finde ich, die auch der Story
gut tun. Aber grundsätzlich muss ich sagen, bin ich da auch ein bisschen enttäuscht, dass man hätte mehr machen können mit der Geschichte, die man hat. Und viele Fragen, beziehungsweise viele, viele Antworten auch, sind dann doch etwas, naja. Oder um das anders zu sagen, ich finde, viele spannende Thematiken wurden nicht ausreichend. Ja, behandelt. Genau, so kann man es sagen. Warum konnte Garner zum Beispiel die Wächter alle, wie sagt man da, infizieren? Es wird einfach, das wird halt einfach nur gesagt und es passiert, also ich bin natürlich nicht am Ende, vielleicht wird es da geklärt, aber wenn ich euch so höre, scheinbar nicht, dann ich finde das halt sehr, sehr komisch alles. Und ich finde, ein großes Problem von dem Spiel ist ein fehlender Antagonist mit Charakter. Muss man leider so sagen. Ich meine, ich will euch jetzt hier, ich weiß nicht, ob ich euch jetzt hier spoilern darf. Ich weiß das schon mit Ganon, aber das... Ich weiß es nicht. Okay, aber dazu, wir müssen gar nicht diskutieren, weil sonst spoilern wir den guten Ilja. Dazu habe ich ein gutes Argument gelesen, lieber David, und zwar, man sagt ja die ganze Zeit Verheerung, und dass man das auch als Naturkatastrophe sozusagen präsentiert. Ja, also das ist für mich keine Ausrede. Ich finde, ist ja keine Ausrede, das ist ja. Also ist es nicht in eurer so geliebten Timeline auch so, dass Ganondorf und Ganon immer weniger Mensch ist und die Seele immer mehr aufgefressen wird? Die Verwandlung von Ganondorf zu Ganon hat, glaube ich, in der Timeline nur einmal stattgefunden. Das war in Ocarina of Time. Danach war es, glaube ich, immer Ganon, aber ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus. Aber in Vega gab es doch auch Ganon. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Ich glaube, das Fass sollten wir auch erstmal nicht aufmachen. Nee, ich wollte es nur anteasern. Nee, auf jeden Fall. Ich mag halt zum Beispiel sehr gerne die Synchronisation. Ich finde es auch gut, wie die eingesetzt wird, weil das haben auch einige kritisiert, aber ich finde, die hat genau das richtige Maß gefunden. Also ich lese gerne in Zelda die Textboxen, aber gerade die Synchro-Stellen waren halt immer so kleine Highlights. Was mich aber nervte ist, also für mich waren die Synchro-Stellen auch immer die Highlights, aber zum Beispiel bei Impa fiel es mir zuerst auf, es kommt eine Stelle, wo synchronisiert wird, wo es vertont wird, danach gibt es einen Cut und auf einmal kommen wieder Textboxen. Eigentlich gehörte das, was sie sagt, noch zur Szene. Also in der Szene hat man das dann abgebrochen, die Synchronisation sozusagen, und hat dann Textbox. Und das fand ich schade. Wenn sie es etwas konsequenter gemacht hätten und gesagt hätten, wir machen jetzt hier die Szene und den Recken und was weiß ich nicht, synchronisieren wir und den Rest nicht. Wenn sie halt quasi immer einen Charakter komplett synchronisiert hätten, meinst du? Ja, entweder so, das wäre, glaube ich, vielleicht doch dann zu aufwendig, aber wenn sie wenigstens die Szene komplett synchronisiert hätten. Das haben sie teilweise nicht. Also bei Impa ist mir das auch gefallen. Und kürzlich, ich glaube, das war beim Deku-Baum. Oh, ich hoffe, wir spoilern ja, ich hoffe, der Ilja hat das jetzt noch. Deku-Baum habe ich schon. Okay, den hat man ja auch im Trailer gesehen, fällt mir gerade ein. Da gab es auch so eine Stelle, wo er redet die ganze Zeit und auf einmal kommt eine Textbox. Und da denke ich mir immer so, warum? Also, das hätte man wenigstens zu Ende synchronisieren können. Ja, da fand ich aber, das Würdeste war bei dem Orni, bei dem, wie hieß dieser weiße Orni, der dir geholfen hat, in den Titanen zu kommen. Ach so, ich weiß, ja, stimmt, da gab es auch so eine Stelle. Stimmt. Da kamst du an einem Flugplatz zu ihm hin, da kam kurz eine Szene, wie er sich umgedreht hat und, glaube ich, ein Wort gesagt hat und dann war das Synchro wieder zu Ende. Das war auch bei dem Thora so, dass er sagt, hey, ich bin's, bla bla bla. Halt immer die Einführung. Genau. Und dann kam der Text und das finde ich halt schade, dass er ihn so ein bisschen konsequenter durchziehen kann. Ja. Aber da mein Highlight waren immer die Szenen vor den Titanen. Als die Becken mit dir geredet haben. Das war richtig cool. Ja, vor und auch danach. Also und halt auch während dem Titan mit den Recken. Fand ich da auch, hatte ich auch immer echt Gänsehaut. Also das haben sie gut hinbekommen mit den Recken. Also dass diese Stimmen und so weiter, dass die auch sozusagen Hoffnung geben. Das Einzige ist, bei dem Oni, der war ein bisschen frech. Wurde mich ja zu mehr Nütze, als ich dachte. Oh. Ja, da dachte ich mir ja, so, also wer ist denn hier tot? Lass uns da mal irgendwie so in Richtung Schluss kommen und einmal über das Thema DLC reden, was wir uns davon erhoffen. So genau. Ich würde einfach mal sagen, jeder macht nochmal ein ganz kurzes Fazit, was er als Kritikpunkt sieht und was vielleicht besser gemacht worden werden könnte in Hinsicht auf den DLC. Vielleicht wird er ja noch was ergänzt. Ja, das würde ich auch so und dann machen wir Feierabend. Genau. Genau. Ich würde sagen... Wer möchte denn anfangen? Ich würde anfangen. Okay, dann fang an. Sorry, David.
Vom DLC erhoffe ich mir schon doch eine stärkere Story-Erweiterung. Ich weiß, bin noch unentschlossen, ob ich die Vorgeschichte haben will oder ob ich nicht vielleicht noch mehr Aktuelles haben will. Da bin ich noch ziemlich unentschlossen. Auf jeden Fall bietet sich ein Story-DLC an. Es gibt sogar oft Stellen, wo ich mir sage, da könnte man sogar noch mal ein DLC rausbringen. So ein bisschen wie bei Final Fantasy 15. Aber grundsätzlich bin ich mit dem Spiel super zufrieden und der DLC bin ich auch positiv gestimmt, weil es eine Spielwelt erweitert, die ich auch gerne Ende des Jahres nochmal betreten möchte. Jo. Ja, dann Dann. machen wir nicht weiter. Also, ich erwarte mir schon allein vom ersten DLC einiges, weil ich hoffe, dass dieser schwierigere Schwierigkeitsgrad mehr sein wird als so ein üblicher Heldenmodus, wo Link die doppelte Anzahl der Herzen verliert bei einem Treffer und es weniger Heil-Items gibt. Ich hoffe, der schraubt einiges an den eigentlichen Regeln des Spiels um, dass vielleicht die Gegner auch intelligenter sind und dass man vielleicht essen muss, trinken muss und so weiter, so ein bisschen Hardcore-Modus mäßig. Also ich erhoffe mir da auf jeden Fall einiges von, wenn man da dafür bezahlen muss. Was den Story-DLC angeht, so hoffe ich am meisten, dass das vor 100 Jahren spielt in dem Spiel, dass man da das heile Schloss Hyrule und die heile Stadt Hyrule erkunden kann. Das fände ich richtig schön. Und ich vermute sogar eigentlich, dass man da einen relativ klassischen Dungeon bekommen wird. Weil Titan Macht keinen kann Sinn. man ja eigentlich nicht Ja. machen. Ilja, wie sieht's mit dir aus? Ja, irgendwie sehe ich es schon fast wie David. Also ich hoffe, ich bin, es kommt ja auch dieses, ja, diese Höhle mit den Gegnern, diese Gegnerrunden oder so, kommt ja im ersten DLC auch. Da bin ich auch gespannt, wie die gemacht wird, auch alleine, wie das mit dem Essen dann gelöst wird, ob man dann jetzt halt trotzdem seine 50 Gerichte mitnehmen kann. Weil dann ist es ja jetzt irgendwie auch ein bisschen einfach oder ist vielleicht auch einfach. Vielleicht startet man ja auch so bei null wie bei dieser Insel, diese eine coole Quest. Und dann Übrigens muss man richtig sich vielleicht cool hocharbeiten durch diese Gegnerhorden. Das ist vielleicht auch ganz cool. Und ich bin auch mal sehr gespannt, wie die den höheren Schwierigkeitsgrad implementieren, weil wenn da einfach nur doppelt so viele Herzen verlierst bei jedem Schlag, dann ist es irgendwie, finde ich, langweilig. Ja, und bei der Story erhoffe ich tatsächlich auch, dass sie irgendwann einfach damit endet, dass Link halt dieses getroffen wird und sie halt einfach damit anfängt, dass man halt einfach wirklich tatsächlich die ganze Hyrule-Stadt erkundet. Natürlich müsste man theoretisch auch alle Ruinen dann in eine Stadt umbauen auf der ganzen Welt und das kann ich mir jetzt auch nicht wirklich vorstellen, Ja, für diesen DLC. aber das haben gerade die Stadt, die ist ja, glaube ich, schon ausmodelliert. Weil es gab ja eine Sequenz, wo die Wächter über die Dächer der Stadt Richtig, laufen. das stimmt. Und da war ja die Stadt schon, also die haben Ja, da auf jeden stimmt. Fall schon ein Modell dafür. Auch für das Schloss Hyrule hatten sie was. Weil du hattest ja die eine Erinnerung, wo du Zelda in der Vergangenheit siehst, in dem Schloss Hyrule. Stimmt, ja. Also die haben da auf jeden Fall schon was. Und deswegen vermute ich halt auch, dass das irgendwie vor 100 Jahren spielen wird, weil die da halt schon einiges haben. Gab es eigentlich so ein Schloss Hyrule in dem allerersten Zelda überhaupt? Ich glaube nicht, aber gute Frage. Also ich habe das mal durchgespielt vor gefühlt 500.000 Jahren. Aber tatsächlich an ein Schloss kann ich mich erinnern, erst ab dem A Link to Link the to the Past, Past. genau. Wobei doch, es muss ein Schloss geben in Hyrule, weil ich habe letztens erst mit jemandem diskutiert über die Story vom ersten Zelda. Und ich bilde mir ein, dass da stand, dass Ganondorf Zelda im Keller eingesperrt hat vom Schloss Hyrule. Finde ich auch Okay. interessant. Ja, das ist bei manchen die normale Lebensgeschichte. Okay, aber ich glaube, wenn wir Ja. jetzt hier zu sehr bei den DLC spekulieren, das wird noch ein nächster Podcast wahrscheinlich. Ja, aber ich finde grundsätzlich auch, Breath of the Wild ist ein ziemlich gutes Spiel. Ich finde, es kratzt immer so am Meisterwerk und deswegen finde ich es so schade, dass es das dann im Endeffekt doch für mich persönlich nicht geworden ist. Aber ich bin sehr gespannt, was die DLCs bringen. Auch vielleicht in Hinsicht von World Bossen. Nee, das fände ich einfach super, wenn man irgendwie nochmal so einen Gegner hat, der ja wirklich übermächtig scheint und wo man wirklich sehr darauf hinarbeiten muss, den zu killen. Aber wer weiß, was Nintendo sich da beim höheren Schwierigkeitsgrad so alles hat einfallen lassen. Ich glaube auch, dass es beim zweiten DLC einen sehr klassischen Dungeon geben wird. Und bei der Story
will ich mich jetzt noch nicht so ganz festlegen. Ich glaube zwar auch irgendwie, dass es was mit der Vorgeschichte zu tun hat. Allerdings kann ich mir nicht so richtig vorstellen, was man da unbedingt als Handlung Neues implementieren will, weil im Endeffekt weiß man ja schon doch sehr viel. Ja, aber was zum Beispiel David meinte, die Vorgeschichte von Hyrule, also die Welt selbst, ja, wie die davor war, da kannst du schon viel machen und da kannst du dann auch mit den Recken vielleicht noch was machen, dass du da, aber wo ich meine Zweifel habe, ist so ein bisschen, der DLC kostet 20 Euro. Ja. Und ich weiß, The Witcher, das wird hochgelobt, ist günstig und ist fast ein eigenes Spiel, bla bla. Nichtsdestotrotz ist das der Standard. Vielleicht sollte man bei 20 Euro auch nicht zu viel erwarten. Das müsste man auch dazu sagen. Mein Standpunkt jetzt, weil... Und wenn es halt nicht viel wird, dann haben wir ja noch einen Nachfolger von diesem Zelda, welches ja schon wie bestätigt auch ein Open-World-Spiel dann sein wird. Eben. Da können die alle Kritik dann wieder ausmerzen. Dann könnte das vielleicht auch das perfekte Spiel werden. Richtig. Oder sie vermasseln es einfach und machen das genau. Also der Grundstein ist auf jeden Fall gelegt. Sollten vielleicht das als Fazit... Vielleicht machen sie auch den Nachfolger nur im Krog, weil da leckt es die ganze Zeit. Naja. Gut, ja, ich glaube... Jetzt kommt so ein DLC, Krog, weil leckt nicht mehr. Das ist bitte neuer Content. Ich finde es gerade irgendwie schade, dass wir viele Punkte eigentlich fast komplett ausgelassen haben. Zum Beispiel die Möglichkeit des Spielers zu experimentieren, die verschiedenen Rätsel und dass der Spieler halt direkt am Anfang alles in die Hand bekommt, was er braucht. Das finde ich halt in Breath of the Wild wirklich eine echte Leistung. Das ist halt das Schwierige bei Breath of the Wild, es ist so viele Facetten, auch was du jetzt angesprochen hast mit den Modulen, das finde ich auch so eine geile Idee, weil es auch Sinn macht. Könnt mir übrigens vorstellen, dass man in dem DLC auch noch ein zusätzliches Modul bekommt. Kann ich mir auch vorstellen. Ist, glaube ich, auch schon bestätigt, oder? Da steht irgendwas mit neues Map-Feature. Ja, das nicht, dass es jetzt ein Krog-Such-Feature wird. Das ist irgendwie ein bisschen enttäuschend. Ein Krog-Such-Feature wird es auch geben. Das ist aber im ersten DLC, nicht im zweiten. Genau. Aber genau, es gibt so viele coole Sachen. Das muss ich ja auch sagen, das ist mir echt ganz wichtig, so zum Abschluss. Ich mag an diesem Spiel, dass man nicht an die Hand genommen wird und dass es trotzdem nicht unmöglich ist, zu schaffen. Also, das haben viele Open-World-Spiele meiner Meinung nach überladen wird oder erschlagen wird mit zu vielen Sachen, auch nicht an die Hand genommen wird und dadurch dann irgendwann auch die Motivation verliert, weiterzumachen. Und dass es so viele kleine Dinge gibt, die man entdecken kann, genau, aber nicht entdecken muss. So, zum Beispiel, einfaches Beispiel, dass man seine Pferde stylen und frisieren kann. Genau. Das muss man nicht finden. Es ist ziemlich versteckt eigentlich sogar, aber es ist da und das finde ich cool. Ja, auch zum Beispiel, was auch echt cool ist, zum Beispiel, wenn man zum Beispiel keine Schuhe anhat und so eine Truhe öffnet, da tritt er dagegen, dann geht die nicht auf und du verlierst ein halbes Herz oder so und er tut sich die Füße zuhalten, weil es ihm weh tut. Das ist auch zum Beispiel so ein ganz kleines Element. Die haben an so viel, auch was du mal gepostet hast als News, lieber David, mit dem mit dieser Pfütze, ja, oder mit dem Wasser, wenn es regnet, ist da dann so eine kleine Pfütze oder ein kleiner See, der dann austrocknet mit Sonne. Das sind so alles so ganz, ganz kleine Sachen, die Welt einfach unglaublich spannend und interessant machen. Und glaubhaft vor allem. Und das außerdem, ja. Ich meine, das Spiel strotzt ja nur so vor Details und genau deswegen, ich meine, wenn wir jetzt gleich hiermit fertig sind mit Aufnehmen und uns denken, oh, darüber hätten wir noch reden können und so weiter, können wir vielleicht sogar noch einen zweiten Teil machen. Mal schauen, ob sich da jetzt noch Zeit bietet, beziehungsweise genug Inhalt. Aber wie gesagt, über das Spiel kann man wahrscheinlich auch 5 Stunden reden, ohne Probleme. Eben weil halt jeder auch eine andere Spielerfahrung hatte von uns. Also seid ihr damit zufrieden, wenn wir hier jetzt erstmal Schluss Ich würde auch sagen, wir machen bestimmt auch nochmal einen Podcast zum DLC. Das denke ich auch. Ende des Jahres. Und es wird bestimmt auch nochmal zum Abschluss des Jahres nochmal thematisiert werden, wenn wir über das ganze Jahr reden. Ich denke, über Zelda werden wir noch so viel sprechen und zu sprechen haben. Ich meine, wir diskutieren ja gefühlt jeden Tag im Chat über Zelda. Beim Jahresrückblick 2018 wird wahrscheinlich auch noch über Zelda geredet, obwohl es nicht dazu gehört. Nein, wahrscheinlich reden wir unser Leben lang nur noch über Breath of the Wild. Genau.
Also die Switch braucht keine Spiele, Zelda reicht. Ja, eben. Nintendo kann einpacken. Alles löschen aus dem eShop, dann ist auch okay. Richtig. Ja, dann würden wir uns, glaube ich, an dieser Stelle verabschieden. Und ja. Genau. Sagen mal bis zum nächsten Podcast. Jo. Ciao. Jo. Ciao. Das ist ja gerade ein Podcast hier. Okay, jetzt aber nochmal alle zusammen. Ciao. Tschüss. Ciao.